So, also, ich durf begrüßen Herzog Merperius van de Golde. Würdig also, und recht klingt der Name. Bitte was? Würdig und recht. Würdig und recht. Nee, er ist eigentlich nur gierig. Er ist einfach nur gierig. Ja, es ist okay. Das passt schon. So, da müssen wir noch... Oh, Gottes Willen. Ach, diese Figur ist... Guten Abend in den Chat. Willkommen auch an Black Seus. Ja. Ich habe das Problem, dass ich leider hier nicht wirklich stumm schalten kann. Ich muss jedes Mal rausgehen. Das ist doof. Die Technik versagt. Vor uns nämlich ein Spiel auf einem anderen Monitor gespielt und dann hat das OBS Probleme. Da wäre ja dann die Auflösung gewechselt. Okay. Bei mir versagt die Technik, Leute. Bei mir versagt die Technik. Inwiefern? Inwiefern? Ja, ich kann nicht mit einem Button einfach per Stream Deck mich stumm schalten. Ich muss jedes Mal den PC wechseln. Das ist doof. Es ist also nichts Schlimmes, es kann nur nervig werden. Es ist lästig, unangenehm. Ja, definitiv. Aber ich muss mir das jetzt auch noch schnell auf Stream Deck legen, diesen Mute-Button. Weil ich gestern nämlich auch so eine Runde gehabt mit mehreren Leuten zusammen und mein eigentliches Audio-Setup ist nicht funktionsfähig, deswegen habe ich jetzt ein Ersatz-Setup, das aber alles andere als handlich tatsächlich ist, deswegen. Ja, die Technik. Ist so. Ja, bei mir ist es ein bisschen spezieller, weil ich halt dieses 2-PC-Setup habe und da kommt es immer drauf an, welcher Rechner welchen lenkt und anscheinend lenkt der falsche gerade eben und deswegen funktioniert das nicht. Also da helfen auch keine Fußpedale oder sowas, wobei doch Fußpedal könnte helfen. Mhm, das ist das, was ich sonst immer verwende. Aber da müsste ich gucken, ob das eventuell geht. Dieses Fußpedal, was ist das für ein Fußpedal? Einfach von so einem Need for Speed oder wie? Ja, es ist ein USB-Fußpedal, keine Ahnung, 25 Euro oder was, nichts Aufregendes, wo du selbst halt einfach programmieren kannst, was für eine Taste halt quasi ausgelöst wird halt einfach. Interessant. Sehr, sehr praktisch, wirklich. Empfehle ich allen Strimmerinnen und Strimmern. Ich versuche das jetzt mal ernsthaft zu in Betracht zu ziehen. Hm, mach das, ja. So, Rey Dinero aus Spanien ist jetzt ebenfalls anwesend. Ich brauche noch kurz. Ich auch. Kleinen Moment noch. Bei mir wird schon gerufen, was erobern wir alles? Leute, wir sollen Geld machen, nicht Krieg. Das Geld Krieg erobern. Ist teuer in der Regel. Genau. Geld erobern ist aber eine gute Möglichkeit. Erstmal brauche ich eine Ehefrau, sonst ist das nämlich mit der Dynastie ganz schnell rum ums Eck. Perfekt. So. Ja, bei mir, Leute, bringt es nichts, eine frei programmierte Taste, weil momentan ist es so, der Discord ist auf einem anderen PC. Also der ist nicht auf dem PC wie dieses Spiel. Das ist das Problem, was ich gerade eben habe. Okay. Und deswegen funktioniert das auch nicht mit einer frei programmierbaren Maustaste, weil Maus und Tastatur gerade eben auf diesem PC sind. Das heißt, die Idee von Copy ist eigentlich sehr, sehr geil, wenn man dann... Wobei also die Frage ist, ob das Österreicher überhaupt funktioniert, wirklich was Copy fränkisch in der Kultur? Ist das der Startherrscher zu dem Zeitpunkt? Ja, ich muss es einfach wieder umdrehen. Ich muss es umdrehen, damit der richtige Rechner steuert. Das ist einfach das Ding. Ich weiß nicht, ob das ein 1:1 übernommen wird. Normalerweise ist es, glaube ich, schon immer die Kultur, die vorherrscht. Nee, es wird 1:1 übernommen. Schon, okay. Aber echt fränkisch? Aber du kannst ja für ein bisschen Prestige dann zur Not wechseln. Das ist auch möglich, das stimmt. Zur örtlichen Kultur, das geht ja recht fix. So, gut. Ich darf euch vorstellen, an dieser Stelle... Abgeben. Herzog Bleitus Concursius, der Kreditunwürdige von Österreich, aus dem Haus Habsgeld-Nichtburger. Ah, genial. Der ist gut. Der ist echt gut. Der ist wirklich gut. So. Der Chat hat sich wieder ausgezeichnet. Ja, absolut. Na, Ecke, und was hast du von Mac Money, Sack? Ein Duck begleicht immer seine Schuld. Ich bin Dagobert Duck. Natürlich.
Ich schwimme in Geld. Noch nicht, aber bald. Das hatte mein Chat auch als Namen vorgeschlagen. Gut, dass ich den nicht gewählt habe. Das wäre jetzt ja peinlich gewesen, zwei Dagoberts hier zu haben. Dann hätte ich ja noch kurz gewechselt, aber kein Dagobert zu haben wäre doch peinlich gewesen. Das ist auch richtig. Die ersten Kinder Schufius heißen. Wahrscheinlich geht es nicht um Kopf. Wir sind alle fertig, glaube ich, ne? Das heißt, wir können loslegen, oder? Ja, wir können loslegen. Ist Lalina schon soweit? Oder? Fertig, ja, oder? Ist auch schon abgegeben, der Herrscher. Wobei, gibt es mir vielleicht noch ganz kurz, weil ich möchte das nur noch schnell da beim Stream Deck dann noch schnell einrichten, dass ich das jetzt nicht währenddessen machen muss mit Minuten. Gibt es da ein eigenes Plugin für Discord? Wisst ihr das zufällig? Ein was? So ein Discord-Plugin, um das Mikrofon stumm zu schalten. Ja, du hast Hotkeys. Du kannst einfach Hotkeys definieren, genau. Okay, ja. Genau. Also ich kann es dir kurz erklären, weil das habe ich bei mir schon gemacht. Du gehst auf die Benutzereinstellungen, dann gehst du runter auf die Hotkeys, das ist also in der unteren Mitte. Und dann kannst du zum Beispiel jetzt einfach einstellen, den Hotkey und dann, was er tun soll. Genau. Also zum Beispiel habe ich Nummernblock 9 ist bei mir mute, also dass ich da einfach meine muten kann. Genau. Also du kannst es so machen, dass du nur dich selber mutest, du kannst aber auch machen, dass du auch die anderen nicht hören kannst, je nach Präferenz. Versuch das nur gerade zu finden. Ich habe einfach auf der Tastatur auch zwei Hotkeys da. Tasten dafür belegt für Muten. Halb, also für mich Mute und Full Mute. Finde ich auch immer ganz einfach. Sprache, da, Mikrofon ein, aus. Control Shift M. Na gut, nimm mal. Machen wir es dann eigentlich bis 0 Uhr, Lalena, mit dieser, ich sag mal, Challenge mit Road to Richness oder 4 Stunden oder was ist da jetzt der genaue Plan? Genau, also 0 Uhr ist dann der Cut. 0 Uhr, okay. Weil ich dann schon den nächsten Programmpunkt habe. Alles ja, dann ist klar. Legen wir mal los, damit wir jetzt noch 3,5 Stunden knapp haben. Ich würde mal sagen, die ersten paar Minuten hat jeder noch ein bisschen Zeit, alles zu ordnen und so weiter und dann. Ja. Hier muss man nur so viel. Oh Gott, stimmt, die Turniere. Ja, ich habe jetzt erstmal das Iberische Ring wieder. Oh je. Wieso habe ich denn nur 500 Mann? Ach du Scheiße. Du hast wirklich nicht viele Männer, die. Ja, das ist ja gar nichts. Der Österreicher, aber wie viel Truppen? Ey, Copedius, du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Echt? Ja. 906. Achso, du meinst den. Welches Pferd hat dir denn ins Gesicht getreten? Das ist ja gewaltig. Ey, willst du etwas sagen, dass mein Charakter jetzt. Nein. Ich meine, hallo? Ich doch nicht. Beleidige jetzt dann nicht diese Hochwürden, die du da vor dir hast. Nein, das würde mir im Traum nicht einfallen. Oh. Ja. Oh. Ich wollte gerade nach einem Ehepartner gucken und dann sehe ich gerade, dass ich das ganz oben Dagobert ist. Ha! Okay. Okay. Ja. Danke, Leute. Danke an Kerendar, danke an AMF, danke an William Corvinus. Dankeschön. So. Also gut, Leute. Dann, das Erste ist schon mal, dass wir Ansprüche erbitten können. Boah, ich muss mich erstmal umschauen. Wer ist eigentlich überhaupt alles? Warte mal, das sind, glaube ich, einzelne. Den könnte man direkt angreifen, den Wutz hier. Also Ansprüche erbitten. Herzogtum Toulouse. Toulouse them all und so weiter und so fort. Tatsächlich eine Gattin finden für diese famose Gestalt ist eine gute Idee. Wie das alt sind eure Charaktere? 16. 20. 18. Mhm. Warte mal.
34, glaube ich. Ach, Copy, du machst einen auf meiner Bufo-Strategie. Das ist ein naher Verwandter der Bufos, glaube ich. Was ist ein Bufo? Ich habe das schon mal gemacht, einen mega reichen Charakter gemacht, der aber einfach urhässlich war und das ging in dieselbe Richtung. Aber gut, was haben wir anderes von Coppelius erwartet, also? Wow. Mein Ruf eilt mir voraus. Ja, es tut mir leid, aber das ist Coppelius' Ruf in Crusader Kings 3. Wir müssen immer dazu sagen, liebe Zuschauer, dass alles hier in Crusader Kings 3. Ganz wichtiger Nebensatz noch. Absolut. Aber ach, cool, sprich nur du für dich Wappen. Selbst. Natürlich. Ach, herrlich. Oh Gott. Stimmt, da war ja was. Man muss ja Kriegsvolk jetzt stationieren. Oh, ich merke einfach, dass ich ewig... Ich hätte vorher unbedingt mal reingucken sollen. Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, ich komme schon klar. Okay. Dann... Wenn ihr wollt, können wir loslegen, ne? Also, wie ihr möchtet. Vielleicht, ja. Weil es bei mir gerade so im Chat jetzt auch steht gerade, ob es diesmal noch eine Charaktervorstellung gibt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand etwas vorbereitet hat in diese Richtung, aber... Ich habe mal nichts vorbereitet. Ich tatsächlich nicht, also... Also so spontan... Gedacht, wir haben einfach mal kein Roleplay-Event, deswegen habe ich jetzt auch nichts vorbereitet. Sonst also ich sage... Crusader Kings nur im Roleplay gespielt. Ich lutsch mir jetzt einfach mal ganz, ganz kurz aus den Fingernägeln. Also ich spiele Herzog Mörperius van de Golde von Flandern. Er wird später bekannt sein als der Erfinder der Tulpen. Also nicht er selber, aber er wird den Grundstein gelegt haben, damit seine Familien irgendwann mal den großen Reichtum der Holländer mit den Tulpen und natürlich auch dem großen Crash, die ihr erinnert euch vielleicht historisch, überhaupt alles stattfinden kann. Also er ist eine wichtige historische Persönlichkeit, die allerdings leider in den Nebeln der Vergangenheit völlig verschwunden ist. Dann mache ich einmal weiter mit Herzog Rey Dinero aus Barcelona in Spanien. Und für mich gibt es nur eine Sache, die wichtig ist, und die sagt mein Familienname schon. Mein Vater und sein Vater waren dem Geld hinterher, und auch ich versuche, einen möglichst großen Berg an Geld anzuhäufen. Koste es, was es wolle, das Familienmotto meiner Dynastie lautet: Dein Gold ist in meinem Tresor besser aufgehoben. Ist das mein Gold oder nein zu Gold? Dein Gold. Ich habe das akustisch gerade nicht so verstanden. Dein Gold ist in meinem Tresor besser aufgehoben. Das will ich jetzt nicht so sagen. Ja, ich bin Dagobert Duck. Ich mag Geld. Ich mag viel Geld. Ich will den Geld schwimmen. Deswegen, gib mir euer Geld. Moment, ich habe noch eine Nachfrage. Ist das ein schwäbischer Dagobert Duck? Mir ist das scheißegal. Also das Schwäbeln, das musst du noch üben, du. Das kann mir besser. Ja. Ich muss an dieser Stelle auch eine Sache anmerken. Ich meine, du hast jetzt wirklich einen Charakter, der eine Ente ist, obwohl die Enten ja immer bei mir eigentlich unterwegs sind. Das ist gerade eine verkehrte Welt für mich. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte gedacht, dass du den nimmst, aber ich wollte ihn da nicht liegen lassen, die Möglichkeit. Bei mir wird gerade eben gefragt, damit es auch vielleicht ist auch bei den anderen im Chat, warum es keine Wikinger gibt, weil die so gut plündern können. Genau, also wir wollen ähnlich starke Spielbedingungen haben, Leute. Deswegen keine Wikinger oder sowas, die rumplündern. Genau. Keine in der Ecke, Mine oder so zum Spaß. An der Stelle, ich verzeihe dir die kulturelle Aneignung. Ja, gut, danke. Wieso? Ich bin gebürtiger Schwabe. Ja, aber du weißt doch, wie Schwaben ticken. Bist du nicht hier geboren und nicht mindestens in der dritten Generation hier aufgewachsen, dann bist du kein rechter Schwabe. Das Problem ist, das gilt dann aber auch für mich. Ja, ich bin direkt abgewandert. Nach 4 Tagen nach meiner Geburt, ich habe vom Krankenhaus raus aus dem Schwabenhändler. Also ich bin ja nur geboren da unten. So, dann legen wir los, ne? Jo. Ja. Dann ja, kommen wir Schwierigkeit 2 erstmal starten, oder? Erstmal 2, gucken, wie stabil es ist, ne? Zwei. Genau. Jetzt erstmal alle desynchron. Das wäre ungünstig. Vielleicht, weil die Vorstellungsrunde auch noch nicht beendet ist. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Keine Sorge. Lass ich mir nicht nehmen. Natürlich, Herzog Pleitus, Konkursus der Kreditunwürdige von Österreich aus der Dynastie der Habsgeld-Nichtburger, ist ebenfalls eben mit dabei. Wir sind erst 17 Jahre jung, haben aber schon in jungen Jahren erkannt, dass eben die Schönheit alles ist, was zählt.
Und dementsprechend haben wir uns mit bereits 14,5 Jahren uns aufgemacht, uns möglichst viel Botox in die Lippen spritzen zu lassen. Was dazu führt, dass wir jetzt kein Geld mehr haben und jetzt müssen wir irgendwie aus diesem Konkurs wieder rauskommen. Und ja, deswegen sind wir hier. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. So wie Geld. Aus deine letzte, Lippen. Die sind jetzt polsterig. Zuerst kann Lalena noch ihre Charakter vorstellen. Ich bin Herzogin Lalinessa und ich möchte in die Fußstapfen unserer großen griechischen Vorfahren treten, die das durch das ganze reiche Persergold sich einen großen Goldschatz angeschafft haben, den dann aber leider versoffen haben. Und ich will einfach zeigen, dass das besser geht und es dann vielleicht für den neuesten Schick am Hofe einzusetzen. Klingt grundvernünftig. Ja, finde ich nämlich auch. Also warum noch umsaugen, wenn man auch Klamotten haben kann? Ja, sehe ich auch so. Mir wird gerade St. Pölten als Gefahr ausgewiesen und dem kann ich nur zustimmen. Ich finde es so großartig, wie deine Frau hinter dir steht, Copy. So mit dem Blick, was habe ich da geheiratet? Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch nur eines anmerken. Sie ist jetzt schon schwanger. Was? Ich auch. Ja, wer so aussieht, muss effizient sein. Ja. Sonst wird es nichts mit dem Gene weitergeben. Schwierig. Cool, ich kann jetzt schon Kriege erklären und zwar gegen König Harald den II. Godwinson und gegen den Kaiser Heinrich den IV. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich würde es auch lassen, glaube ich. Ich glaube, ich werde auch die Prachtreisen sein lassen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es bei so einem kleinen Reich das Geld rechtfertigt. Nee, ich glaube auch nicht, dass das sich lohnt, ja. Yes. Okay. Ich darf an dieser Stelle vermelden, meine Wenigkeit ist Ratsverwalter des Königs von Frankreich geworden, was de facto mein Einkommen verdoppelt hat. Okay. Das ging schnell. Ja. Gut, und ich glaube, ich habe schon eine Affäre. Das ist, was tust du? Das ist auch sehr schnell gegangen, glaube ich. Und ich habe gerade eben, obwohl ich so reich bin, einer anderen Gräfin eine Halskette geklaut, um sie meiner Frau schenken zu können. Ja, es ist aber auch eine nette Geste, oder? Ja, natürlich. Prioritäten. Ich kann dann auf jeden Fall zu ihr sagen, meine Liebe, ich weiß, du bist erstmal enttäuscht, dass mir das die 35 Goldstücke nicht wert war, aber du irrst dich. In Wahrheit habe ich im Grunde das Fegefeuer wegen des Diebstahls, was ja eine schwere Sünde ist, in Kauf genommen, um dir dieses Präsent zu überreichen. Ich habe also quasi meine Seele geopfert. Ist auch der geringste Preis, würde ich einmal sagen, für so etwas. Und ich sag's noch einmal, Prioritäten. Das ist es. Mindestens. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier diese Liebesnacht demnächst passiert. Das Problem ist, dass wir selber, wir sind nicht keusch. Oh, ich weiß nicht, seid ihr zufällig auch gerade beim Festmahl von unserem ehrenwerten Kaiser Heinrich IV.? Der Kaiser, nein. Der interessierte mich in Spanien überhaupt nicht. Ja, der in Spanien, da bis... Ich kämpfe gegen Ungläubige, jetzt schon in meinem ersten Krieg. Bis kommt. Ihr davon da unten erfährt, ist das Festmahl schon wieder längst vorbei. Also hier tatsächlich nicht. Also ich bin in Flandern und habe nicht mal was mitbekommen, aber ich bin halt auch in Frankreich, ne? Okay, Leute. Oh, okay, mein Charakter hat gerade festgestellt, dass er den Kaiser ohnehin noch nie mochte. Okay, gut. Ja, dann. Ich bin in der holländischen Kultur? Oh Gott. Also nichts gegen die Holländer, aber ich habe den Typen jetzt hier als... Weil der halt eine Liegenschaft mehr hat. Spielstand oder mein Spiel keine Musik mehr. Sehr seltsam gerade. Habe ich tatsächlich auch häufiger bei CK3 in letzter Zeit. Nicht nur in letzter Zeit, also das ist so ein Phänomen, das ich eigentlich schon seit einem Jahr hatte. Immer wieder mal. Jetzt ist wieder da. Sehr schräg. Also mal überlegen, Leute. Nach wie vor ist erstmal der Hauptplan, wir heiraten. Das haben wir getan.
Gut, nächster Hauptplan. Kind kriegen. Beziehungsweise schwanger werden. Dann werden wir versuchen, hier Amiens zu erobern. Es ist ein Drecksloch, aber es soll unser Drecksloch werden hier. Verfügbar aktivieren, veranstalten. Ich will aber was Neues, was ich noch nicht kenne. Ich will nichts veranstalten. Das ist noch nicht allzu lang. Wir bauen in der Zwischenzeit jetzt hier bereits schon Getreideäcker, um mehr Geld zu haben. Das. Oh, und ich darf an dieser Stelle verkünden, dass eine Tochter geboren wurde. Also du bist wirklich schnell. Meine Güte. Wahnsinn. Ja. Aber das Spiel kennt mich, glaube ich, schon einfach zu gut. Das ist das und Problem, glaube ich. Und es ist noch eine Tochter geboren. Und zwar meine persönliche. Wow, ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Aber Ausrufe zeigen, nee. Wie schnell? Ja. Wie nennen wir denn, lieber Chat, wie nennen wir denn unsere Tochter? Seid mal kreativ. Puh, Gott, Moment. Ich war zur Jagd eingeladen, das ist bestimmt eine ganz schreckliche Idee. Und lustigerweise kann ich auch gerade eine Halskette stehlen. Ist das vielleicht die gleiche von vorher? Oh. Wir nennen sie Lena Jasmina. Copy wird reich durch Kindergeld, genau. Oh, der Wahlwerbeslogan. Familienbeihilfe. Voll gute Idee. Gefällt okay. mir. Sehr schön. Oh nein, das ist nicht gut. Oh Gott. Hä? Okay. Ich kann es nicht mehr erreichen, so wie es aussieht. Das ist verdammt schwierig auf dieser hohen Geschwindigkeit. Also überhaupt, wenn man nicht pausieren kann. Ich habe einen Upsi gemacht und zwar habe ich in dem Spiel, ich habe vergessen, die Spielparameter zurückzusetzen. Wir alle haben aufgrund der Spielparameter -3 Verwaltung. Das ist mir auch aufgefallen. Wir haben -3 Domänen, nicht Verwaltung, oder? Ja, die Domänen. Domänenverwaltung haben wir. Ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen. Ah. Ja, ich habe nur 3 Stück. Also, das heißt, du spielst irgendwie. Aber das hat ja jeder von uns. Also ja. In so einem Hard-Mode meinst du, bist du jetzt normalerweise, oder? Ja, dazu zählt auch, dass. Kulturwechsel und Glaubenswechsel und so weiter auch länger dauert, aber ich glaube, es ist für diesmal irre. Also, juckt uns halt nicht, ne? Außer jemand wollte Ecke, von Religion gründen. Erinnere mich bitte beim nächsten Mal daran, mich hosten zu lassen. Beim nächsten Mal müsst ihr dann einfach sagen, Ecke, hast du deine Hardcore-Sachen ausgestellt? Ja, besser ist es. Ich meine, schon ungewöhnlich. Ich habe jetzt 27 Verwaltungen und dann nur so 4 Domänen zu haben, aber ja. Ja, du hast immerhin 4, ich kann 3 haben. Ja, ich habe aber auch sehr viel jetzt daran gearbeitet, auf die 4 zu kommen noch. Moment, ihr habt, wie viel habt ihr? 3 Domänen? Ich habe 3 Domänengrenze, ja, 3. Ich habe 3 von 4 als Limit. Ich habe 2. Also, es wird. Also, ich habe 2 von 3, ja, 2 von 3, also. Ich habe 3 von 5. What? 5? Also, als Maximum, als Obergrenze. Nicht schlecht. Ich habe 4 von 4 jetzt gerade. Ey, ganz im Ernst, ich habe das Gefühl, dass man diesen beiden jungen Spunden hier bei mir echt noch erklären muss, wie das mit dem Storch funktioniert. Ohne Witz. Also ich glaube wirklich, die glauben noch an den Storch. Hier passiert nichts. Also bei mir sind jetzt 2 Ratsverwalter hintereinander gestorben. Irgendwie traue ich dem nicht. Ich habe dich schon im Fokus, Gaius. Ja. Das ich habe auch gerade meine sehr Hauptstadt früh. Schon an den Feind verloren. Es geht schnell bergab. Okay, das lief gut. Ich habe gerade das Event Dame in Nöten, aber ich bin religiöser Eiferer. Das heißt, ich wähle natürlich die Option Hexen! Zu Recht. Oh je. So. Gleich schon mal hier den Vasallen sagen, was ich von ihnen will. Oh mein Gott, das ist immer wichtig. Geworden. Es gibt eine Grafschaft, die Möhre heißt. Ja, irgendwo muss die Möhre ja auch herkommen. In Schweden übrigens, in Schweden. So, erstmal wieder komplett reinkommen, das ist echt... Wenn man lange Zeit nicht gespielt hat, ist das sicherlich... Es ist tatsächlich
Ich habe das letzte Mal, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Bestimmt vor einem Dreivierteljahr oder so. Das ist halt die Strafe, die man hat, wenn man sich als Variety-Streamer bezeichnet und halt alles spielt, was so rausgeflogen kommt. Aber ja, es ist halt. Wobei ich wechsle meine Spiele auch gefühlt. Also ich habe irgendwie so 100 Spiele und dann wechsle ich mal das und das und das. Das ist auch so ein Hin und Her. Wenigstens halt dann in der Strategie-Szene. Aber auch da brauche ich diese Abwechslung auch, muss ich sagen. Also ich könnte nicht nur ein oder zwei Strategiespiele für immer spielen zum Beispiel. Oder nur diese Spiele. Also ich wechsle auch sehr, sehr gerne hin und her. Aber es ist tatsächlich so, also ich brauche dann normalerweise immer so... Ja, so eine Stunde oder so, um dann wieder bei so einem Spiel wieder reinzukommen. Es sei denn, es ist völlig neu. Und das habe ich dieses Mal halt nicht gemacht. Wir sind zumindest nicht in Ägypten, falls das schon aufgefallen ist. Das ist richtig. Das hilft auch sehr, weil weniger Sand. Mein Charakter passt auf jeden Fall voll zu mir. Ich habe mich irgendwo verlaufen und brauche jetzt 7 Tage länger zurück. Sehr geil. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg zu meinem König und versuche da zu Kreuze zu kriechen. Oh yeah. Ich bin nur 5 Kilometer von zu Hause weg und stell fest, ich kann die Sprache nicht. Dinge, die man als ungünstig definieren kann, Leute. Aber das Gute ist, wenn wir das jetzt hier gleich haben, haben wir auf jeden Fall nochmal eine dritte Liegenschaft. So, heil sei euch, König sowieso. Schön, dass wir da waren. Wir gehen wieder. Das Gute ist, dass es relativ schnell um die Ecke jetzt hier ist. Die müssen dann nämlich nochmal ganz, ganz kurz wieder reinlassen hier, währenddessen sie mich belagern. Es wäre unhöflich, wenn sie mich jetzt von meiner eigenen Bude aussperren. Wobei das interessant wäre, wenn es ein Event geben würde, aber ich glaube, es gibt kein Event, ne? Ich habe doch einen Komplott am Laufen. Moment, wo ist es denn hier? Ich versuche immer noch hier meine eigene Frau hier, ihr wisst schon, zu besteigen. So, wir sind wieder zurück. Aber irgendwie will das noch nicht so richtig. Petition in den Lehnsherren. Gut, meine Affäre hat gerade irgendjemanden umgebracht. Alles läuft wie am Schnürchen. Die Dinge, die wir teilen. Okay, die Meinung meiner Frau hat sich verbessert über mich. Das sehen, wie lange das dann noch am Schnürchen läuft. Mhm. Unterschätze das Spiel nicht. Ich sag nur 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass Dinge passieren oder nicht passieren. Okay. Ich weiß nicht, wenn du schon wieder hier umbringen willst. Niemanden, aber... Ich glaube, es gibt doch noch andere Möglichkeiten. Ich könnte versuchen, die Kaiserin vielleicht einmal zu verführen, aber in 0% Wahrscheinlichkeit. So, jetzt kann keiner mehr behaupten, dass die beiden nur noch an den Storch glauben. Es war nur anstrengend. Ja, mal das mal. Ist ein Sprössling entstanden, oder was? Nein, sie wissen jetzt, wie man's macht. Ah, immerhin. Das ist ja mal Schritt Nummer 1. Das ist ein Fortschritt, ja. Ja. Das, ja, aber muss man doch erstmal wissen, ne? Das ist halt das Ding. Das stimmt natürlich. Eine Petition in den Lehnsherren, nee. Okay. Ob ich da sicher bin, dass keiner nachgeholfen hat. Das weiß keiner so recht. Ich würde auch nicht meine Hände dafür ins Feuer legen. Schon gar nicht beide. So, aber das hier müsste doch jetzt ja eigentlich dann hier ein easy win werden. Ja, sieht sehr gut aus. Aber der hat halt einen Mega-General. Ja, okay. Deswegen war das so knapp. So. Geschafft. Also Forderung erzwingen. Alle Truppen auflösen.
Jetzt gehört mir Amiens. Und das Schöne ist, er baut das Bauwerk für mich. Also ich möchte an dieser Stelle gerade mal sagen, dass ich im Grunde das geschafft habe, was Trump nicht geschafft hat. Ich habe es geschafft, dass mein Feind, den ich erobert habe, für mich eine Mauer baut. Und zwar bevor ich ihn angegriffen habe. Und jetzt wird sie weitergebaut. Er hat dafür bezahlt. Der Rest recht des Klerus. Nee, den Typen lasse ich nicht. Oh! Okay, der ist einfach trotzdem entkommen. Interessant. Wie gemein. Der Typ ist einfach entkommen. Okay, egal. Rat, dann müssen wir mal gucken, dass hier die Ordnung hergestellt wird. Das ist super wichtig. Du machst ja, wie gesagt, Steuern eintreiben. Nochmal ein bisschen, paar Prozente mehr. Mehr Entwicklung, Gemeinde, nein, Kulturförderung, nein, Kulturakzeptanz. Ist mir alles total egal. Domänenverwaltung brauchen wir gerade eben nicht mehr. Ansprüche kaufen. Ich habe keinen Hofarzt. Ich sollte das dringend ändern. Die sind alle eine Katastrophe. Wir suchen einen Hofarzt über Entscheidungen. Also, wir suchen einen Arzt. Weil sonst kann das hier nämlich schnell zu Ende gehen. Einmal den Bischof bezirzen. Ja, das ist ganz sinnvoll, jetzt den hier zu beeinflussen, das ist wohl wahr. So, eine Nonne, die weiß, was sie tut. Oder der da. Ich nehme, aber die ist ja schon alt. Nee, dann nehme ich den Typen da. Ich brauche jemanden, der länger als noch 5 Minuten mein Arzt ist, ganz im Ernst. Gut, er ist immer noch schlecht geeignet. Der hat halt einmal bei der Geburt von einer Kuh geholfen, wisst ihr? Deswegen ist der Arzt. Aber er war günstig. Warte mal, jetzt kann ich mal eine Petition an meinen Lehnsherren stellen. Petition. Ich hätte ganz, ganz gerne, dass du mir hilfst. Landvögte entsenden, ja. Ach stimmt, ich muss jetzt jedes Mal dafür rumlaufen. Wir sind also wieder auf Achse dafür. Warte mal, der Ratskanzler hat 0? Alter, warum bist du mein Ratskanzler? Kacke. Der hat ja von gar nichts eine Ahnung, der Typ. Ich bin gerade drauf gekommen, weil das Äußerliche meines Charakters mir ja sehr wichtig ist. Es ist immer wichtig, welchen Eindruck man auf andere macht. Deswegen muss man da schon das berücksichtigen. Dabei bin ich drauf gekommen, dass es mittlerweile auch neue Elemente gibt, die man dem Charakter aufsetzen kann. Wie zum Beispiel ein Blumenkranz. Und ich finde, mein Charakter macht das ganz sieht gut. Fantastisch aus, steht ihm. Ja, denke ich. Steht ihm wirklich. Ja, ja. Moment, meine Gattin ist aber eigentlich zu normal angezogen, sehe ich gerade. Oh nein, meine Gattin ist krank tatsächlich. Hat sie. Ich hoffe, sie und das Kind überleben das. Hat sie meinen Charakter vielleicht gesehen oder was? Vermutlich waren wir zu Besuch und dann. Ja. Ist sie schwanger geworden und krank? Ja, ich meine, mit der Ausstrahlungskraft meines Charakters, ja. Ich würde es verstehen. Durch die Ausstrahlungskraft alleine schwanger geworden. Mhm. Ich glaube langsam aber sicher, dass ich bei meiner Frau ein Druckmittel fingieren muss, damit die schwanger wird, ey, ohne Witz. Das ist echt übel, also immer noch nicht schwanger.
Es ist echt übel, ja. Ja, ich hab vor allem, ich verstehe es vor allem auch nicht, weil ich habe ja keinen Trade, der das irgendwie negativ beeinflusst. Hast du schon angefangen zu verführen, oder? Ja, ja, die ist schon Seelengefährte und so. Also, das ist alles schon gemacht. Aber mein Charakter scheint zu fleißig und zu gierig zu sein, um sich um seine Frau zu kümmern. Kann ich nur vermuten. Also, wer jetzt findet, dass mein Ehepaar nicht perfekt zusammenpasst, na, herrlich. Man hat sehr viele Möglichkeiten mittlerweile in der Gestaltung für die Charaktere. Gefällt mir. Oh, was ist das? Aktivitätserladung zur Jagd. Und es ist tatsächlich passiert. Meine geliebte Frau ist im Kindbett gestorben. Mein Beileid. Und die Tochter war auch noch eine Totgeburt. Nein. Oh, das heißt, dann bist du sogar noch ein Stückchen weiter hinten als ich jetzt. Das ist richtig. Mit Herzog Ray von Barcelona geht's zu Ende. Ich sehe es schon. Oh Mann, das wäre jetzt echt traurig, wenn der stirbt und hat, alles vorbei ist. Es hat dann quasi nicht lange gedauert, willst du damit sagen? Ich gehe schon steil auf meine 40 zu, also, naja. Oh, 40? Die biologische Uhr schon. Knackig. Ich bin jetzt bei einer Jagd. Ich mache das gerade zum ersten Mal im Multiplayer, aber es ist so, wie ich es erwartet habe, mega stressig. Also ich wüsste nicht, wie man das auf Geschwindigkeit 3 spielen soll mit all diesen Events, ey, ich sag's euch, Leute. Also ich spiel's sonst normalerweise auf Stufe 3, aber halt allein. Du machst halt auch Pause, selbst, ne? Da ist es ein Wahnsinn einfach, was da teilweise so Sachen reinrauschen. Vor allem, wenn du wirklich einen komplizierten Krieg oder so führst, wo du wirklich achten musst, wie du Truppenbewegungen und so weiter durchführst. Es ist die Hölle. Es ist wirklich, weil du kriegst so viele Events rein die ganze Zeit und du willst einfach nur deine Truppen von A nach B bringen. Mhm. Und dann wird wieder mal das jemand schwanger, die dritte Affäre wird schwanger, die zweite Affäre fliegt auf. Es ist anstrengend. Es ist so anstrengend. Man muss halt Prioritäten setzen. Ich habe letztens eine Challenge gemacht, wo wir geguckt haben, wer die meisten Kinder hat. Oh, das ist, ja? Ja, ich bin auf 16 gekommen. Wow. Ja, aber ich hatte auch ungefähr gleich viele Affären, also ja, fleißig. Ja. Aber du hast noch keinen Attila gemacht. Das nee, 25 halt... hat Attila gemacht, oder? Oder wie viel hatte der? Also angeblich hatte Attila ja Tausende von Konkubinen. Tausend oder so, ja. Echt? Genau, ja. So, oh. Ja. Also man weiß gar nicht, wie viele Kinder der hat. Es gibt irgendwelche genetischen Untersuchungen, aber da kennt sich Copy wahrscheinlich ein bisschen besser aus, dass irgendwie, glaube ich, ein gewisser Prozentsatz irgendwie der asiatischen Bevölkerung komplett auf ihn zurückzuführen wäre oder sowas in der Art. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich der Fall ist, also ob das jetzt wirklich etwas Glaubwürdiges ist, eine glaubwürdige Untersuchung. Aber das ist etwas, was immer wieder so ein auftaucht, wenn man irgendwie das googelt, ja. Ganz spannend. Von Urban Legend quasi. Ja. Urban Legend, eventuell, ja. Ah, Blödsinn, Attila. Genghis Khan war das, oder? Ja, stimmt. Genghis. Oder nee, Genghis Khan, du hast recht. Ja, Genghis Khan. Nicht Attila, ja. Stimmt. Mein Feind des letzten Krieges hat übrigens gerade mir vorgeschlagen, dass ich einen vierjährigen Höfling von mir, dass er den freilässt für 10 Gold. Habe ich natürlich abgelehnt, ne? Natürlich. Klar. Also, der kann ja im KRK auch groß werden. So ist es. Hm. Geburtstagsparty, 18. Geburtstag im KRK ist die beste Party, die man haben kann. Absolut, man muss mal, also so eine Atmosphäre, die bekommst du halt auch nirgendwo, ne? Da erlebt man was, ja? Ja. Also andere heutzutage... in den Keller. Also heutzutage bezahlen die Leute dafür, um sowas zu erleben. Mhm. Danke. Der hat gebraucht, oder? Ich verstehe, was du meinst. Okay. Also, ich muss mal gucken, wie lange ich überhaupt jetzt hier Geld jetzt können wir noch mal. Geld ausgeben kann, Leute. Bevor ich dann irgendwann mal stumpf anfangen muss, einfach nur Geld zu verdienen.
Das ist gerade eben so das Ding, ne? Spitzel spitzelt nicht ordentlich. König Priamus hat angeblich 50 Nachkommen. Wie gesagt, das ist durchaus möglich, sowas. Also im Geheimen, ich sag's mal so, genetisches Material hat man ja als Mann genug. Du brauchst nur genügend Frauen, die die Kinder austragen können. So schwer ist das im Grunde nicht. Es ist nur, also, eine Theorie auf dem Papier. Schwierig wird es dann in der Regel, dann die entsprechenden Damen zu finden. Eine Auszeichnung. Der Kerker prägt einen Mann, ja, aber wirklich. Kann man so stehen lassen. Gar nicht mehr hier Jagd veranstalten oder Festmahl oder sowas, das finde ich gar nicht mehr. Doch, doch. Allerdings ist da ein eigener Reiter dazukommen. Es gibt rechts drüben die Entscheidungen und die Aktivitäten. Wenn du auf Aktivitäten klickst, hast du da die Sachen drinnen. Dankeschön. Das ist gesplittet worden, weil da ja mit den letzten DLCs sehr viel dazukommen ist. Ah, sehr schön, sehr schön. Kann mir einer von euch mal eigentlich die Mechanik dieser Auszeichnungen erklären? Also man kann ja Auszeichnungen für Ritter erschaffen. Und die hängen auch so ein bisschen dann, glaube ich, von den Werten ab oder den Eigenschaften. Aber wie erkenne ich quasi... Also hängt dieser Ruhm dann von dem Charakter ab, der diesen Rang trägt? Oder wie muss man das verstehen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da immer sehr absurde Auszeichnungen erstellt, einfach nur zum Spaß. Ich habe es auch nur zum Spaß gemacht. Ich habe es nicht hinterfragt so richtig. Ja, keine Ahnung. Da bin ich als der Erste jetzt hier in dieser illustren Strategenrunde, der diese Frage... Ich hätte auf Ecke gehofft und gesetzt. Ja, also nochmal die Frage. Entschuldigung, ich habe gerade abgelenkt. Ob du weißt, wie diese, also im Detail, diese Auszeichnungen für die Ritter funktionieren. Also die Grundlage ist mir schon klar, aber... Wovon hängt es ab, welche Fähigkeiten die da reinzählen? Also das, meiner zum Beispiel, da gibt es jetzt hier einen, der ist Grobian und Marodeur, Hauptauszeichnungsattribut und Nebenauszeichnungsattribut. Aber hängt das jetzt von seinen Werten ab und es ändert sich beim nächsten Charakter, der das wieder trägt? Oder ist das jetzt immer diese Auszeichnung mit diesen... Lass mich mal einen Versuch machen hier. Also es, bei mir sind also jeder Charakter hat unterschiedliche Werte, sehe ich gerade. Also ich weiß nicht, ob es vom... Ich kann mir vorstellen, also da bin ich auch nicht so, da bin ich auch überfragt. Ich weiß nicht, ob es an den Charakter liegt. Aber anscheinend schon, an den Charaktereigenschaften. Dass okay. Es da Verbindung gibt, ne? Marodeur, da musst du mindestens irgendwie wahrscheinlich einen Kriegswert von X haben oder du musst Folterer sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne? Also da bin ich leider drüber, wie sich das zusammensetzt. Okay. Chat, Hilfe. Chat weiß immer mehr. Chat-Hilfe, bitte. Hängt von seinen Charaktereigenschaften ab und die bleiben dann beim Nachfolger. Da muss ähnliche... Ah, okay. Dann ist es also, mit dem ersten Charakter, den man definiert, wird das im Grunde festgelegt. Gut zu wissen. Ich habe gerade einen guten Freund angegriffen und verraten und nur für Geld. So tief ist genau so wie Ray Dinero schon gesunken. Oh, ja. Die Frau ist schwanger. In dem Moment, wo ich Untertanen erpresse, jetzt weiß ich, was sie anmacht. Du hast sie geknackt. Genau. Endlich. So, oh ja, leg ihm noch mehr die Daumenschrauben an, Schätzchen. Los, nochmal fester, bitte. Genau. Oh Mann. Es sind einfach so diese geilen Sachen in diesem Spiel, die dann so zufällig nebeneinander passieren und du kannst dir deinen eigenen Reim draus machen. Oh, ist das gut, ey. Genau, die Pimpernellen sind ausgebrochen. Aber die Untertanerpressung war gut. Und guck mal, jetzt machen wir schon 12,1 Gold. Ne? Also, ich weiß ja nicht, wo die anderen geldtechnisch stehen. Ich guck mal gerade. Würde mir auch mal wünschen, dass jetzt meine zweite Ehefrau auch schwanger werden würde. 3,7. Es wird langsam Zeit. Ich sehe jetzt erst, der gute Herzog Dagobert Duck 5,9. Ist besessen. Ja, das kann ich erklären. ich bin ja, erklären Sie das dem Papst, bitte. Also,
Geld, ne? Ach so. Hast du von Geld besessen, okay. Ja, ja. Es war ein bisschen zu einfach, diese Erklärung. Nee, von Mammon. Wir haben jetzt mit mehr Tiefgang gerechnet. Er ist des Teufels, er ist von Mammon persönlich besessen. Wir sollten ihn exkommunizieren lassen, Freunde. Untersteht. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir wollen ja noch, glaube ich, 3 Stunden spielen. Ja, das reicht ja, wenn wir ihn am Ende exkommunizieren. Was willst du? Ach ja, doch. Ja, ich muss auch noch mal gucken, dass ich irgendwann mal hier meine Göttlichkeit hier... Was heißt meine Göttlichkeit? Ihr wisst schon. Oder soll ich vielleicht eine... Oh Gott, wie geht denn das? Hauptsitz entwickeln. Boah, nee, ich mach keine. Das geht nicht mehr so, ne? Man kann nicht mehr so ohne weiteres durch die Welt reisen und sich die, wie heißen sie? Die heiligen Stätten anschauen, oder? Ich glaube, das haben sie geändert. Ich glaube, das haben sie geändert. Heißt sie zufällig Cersei Lannister? Ich muss mal gucken, wie heißt meine Frau überhaupt? Sie heißt Constance von Flandern. Doch, Pilgern. Huldigen, Blutlinie, Petition. Wo ist Pilgern? Ach, Aktivitäten. Ja, sie haben das verschoben. Sie haben das verschoben. Ja, komm, wir machen das. Das könnte sich lohnen. Wir machen eine fromme Pilgerreise. Das ist bestimmt eine gute Idee. Pilger nach Rom. Sollten wir als Wachen. Okay, go. Ich muss den Papst bezirzen. Das ist einfach das Ding. Jetzt haben wir noch einen Söldnerhauptmann angeworben. Das ist auch gut. Ja, ich weiß, ein teurer Spaß, aber ich hoffe, dass sich das rechnet. Eine weltliche Pilgerreise in die nächste Brauerei. Wäre auch ein Plan gewesen. Den hätte ich auch mitgemacht. Oh, ich habe einen Sohn. Er heißt Karel. So, wie Karel Gott. Gescheiterte Einkehr, schade. Schade, schade, schade. Ich hatte gehofft, dass ich hier etwas gewinne, aber ich habe nichts gewonnen. Ich bin gewonnen, so zerronnen. Genau. Genau, Karel von Gott. Das ist eigentlich schon beinahe ein Zeichen. Das ist eine gute Nachricht, dass mein eigener Hofarzt und Ratskanzler schwer krank ist, oder? Ich meine, ich frage ja nur. Blinder Eifer. Reflexion. Ne, wir machen Reflexion. Hoffen wir mal, dass es gut ankommt. Und was sagt der Papst? Ja, das ist der Falsche. Ich versuche halt immer noch, ihn zu überzeugen, ne? Meine Kinder ausbilden auf jeden Fall, aber noch ist es nicht so weit. Das Kind ist ja noch viel zu jung. Wir haben es leider eilig, wir müssen durch. Ich muss leider direkt zum Papst.
Aber ich werde ihm sicherlich gerne mitteilen, was hier bei euch schiefgegangen ist. So, Kind unterrichten. Auf jeden Fall durch uns selbst. So. Also jetzt ist der dritte Ratskanzler hintereinander gestorben. Das gibt's ja nicht. Ich sag's mal so, ich hatte vorhin einen Ratskanzler, bei dem hätte ich mir gewünscht, dass er gestorben wäre. Mein erster Ratskanzler hatte null in Diplomatie. Null. Ich musste übrigens gerade auch den ersten weißen Frieden, glaube ich, in meiner CK3-Geschichte machen. Das ist auch unschön. Deinen ersten weißen Frieden habe ich schon ein paar Mal machen müssen. Ich habe gefühlt sonst echt immer nur auf Sieg oder dann auf Niederlage oder dann ging es nicht mehr mit. Aber ich habe nie weißen Frieden bisher in Betracht gezogen. Manchmal muss man das machen. Ja, das hat mich schon einige Male wirklich gerettet und ich war sehr froh, dass mein Gegenüber das dann auch angenommen hat. Also diese Pilgerreisen, die sind ja absurd teuer. Ja, es hat sich einiges getan. Heißt das etwa, dass du für den wahren Glauben jetzt da nicht bereit bist, dein Geld zu opfern? Bedenke, Geld ist was Irdisches, das nimmst du nicht mit. Der Glaube, das ist was anderes. Du meinst, der Glaube macht einen wirklich reich? Ja. So mit Reliquien verkaufen und so weiter. Ablässe. No? Ja. Ja. Genau. Ablasshandel. I see what you did there. Okay. Noch will der olle Papst hier nichts rausrücken, dieser gierschlundige welche. So, warte mal, wie sieht's aus, wenn ich jetzt... Ah, nee, ich... Es ist so ungewohnt für mich, auf Stufe 2 zu spielen. Spielst du sonst auf Stufe 1, oder? 3. 3? Achso, es ist so zu langsam. Es ist wirklich eine ziemliche Umstellung. Ja, das stimmt. Ich hab gerade festgestellt, dass man keine Kriege erklären kann, wenn man unterwegs ist. Ja, leider. Das ist, du bist dann mit Regent und so ein Scheiß. Ach wirklich, das ist mir tatsächlich bis jetzt auch noch nicht aufgefallen. Ich hatte eigentlich auch jetzt schon öfter gespielt, dann war ich wohl immer zufällig zu Hause. Wie teuer ist denn bitteschön die Jagd geworden mittlerweile? 120 ja, das Gold, was ist denn das? Das ist alles teurer geworden. Das war also, doch ja, ja. Du läufst durch mein Reich durch, ne? Das ist hier ganz schön gefährlich durch die Alpen. Die ach, Alpen, Schwalpen, das ist alles, ist alles cool hier. Hast eine schöne Nachbarschaft, Ecke. Hast die Petunien gut gegossen. Sehr gut, das war zu hören. Endlich bin ich angekommen. So. Das heißt, du hast jetzt auch eine Pilgerreise unternommen? Genau, die ist auch gerade eben fertig geworden. Aber ohne Witz. Ah, ja. Also, das Spiel hier im Multiplayer mit dieser Mod zu spielen, du musst es eigentlich auf 1 spielen. Also, ich weiß nicht, wie man das machen soll mit noch mehr Leuten. Ey, ganz im Ernst, du kriegst nichts mehr gebacken. Ja, du machst halt vielleicht alle 2 Stunden mal eine Pilgerreise, wenn du überhaupt eine Pilgerreise machst, ne? Es ist, ja. Durch diese Umstellung hat man einfach Mechaniken für Multiplayer eigentlich rausgelöscht. Das ist was Doofe. Ja, was ja. Ich da machen kann. Selbst auf Stufe 1, vor allem wenn man Roleplay-Multiplayer spielt, da hast du einfach viel zu viel zu tun, als dass du dann deinen Charakter mit 30.000 Events irgendwo hinschicken willst. Ne? Das ist halt. Ich würde behaupten, das hat sich gelohnt. Nun, dann folgen wir doch diesem Beispiel. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sich das vielleicht rechnen wird oder nicht. Was habe ich denn da jetzt? Oh Gott. Ich bin natürlich jetzt krank geworden, aber... Also ich war jetzt 2-mal krank auf meiner Pilgerreise, ne? Hin und zurück bin ich krank geworden. Also ich warne euch. Das kann auch schief gehen. Mit dieser Pilgerreise.
Ja, meine Frau ist noch nicht schwanger. Ich weiß nicht. Und wie ist das eigentlich, wenn ich gerade einen Komplott mache, meine Frau zu verführen und dann begebe ich mich auf Pilgerreise? Geht dieses Komplott dann weiter? Und wie? Ja. Ja, keine Ahnung, wie es funktioniert, aber so wie es eben früher ja auch war, dass du alle möglichen Sachen gemacht, obwohl dein Charakter irgendwo war. Okay. Es geht ganz normal weiter. Ich würde einfach an dieser Stelle Todd Howard zitieren. Genau. Gaius, ich würde an dieser Stelle einfach Todd Howard zitieren. It just works. Genau. Also ich sehe schon, Copy, ne? Du hast jetzt nicht unbedingt das Interesse, Geld zu machen. Ich weiß nicht, was du meinst. Du machst minus 0,3 Geld. Du machst minus 0,3 Geld. Ja, aber ich bin gerade im Krieg, der sich ewig zieht. Das ist das Problem. Ich habe sogar so wenig Truppen, dass ich nicht einmal das Gebiet erobern kann. Also nicht einmal einnehmen kann. Also, und die gegnerischen Truppen, die laufen nur davon. Das ist gerade echt frustrierend. Also, frustrierend in Anführungszeichen. Oh, aber schwierig, muss man wirklich sagen. Endlich wieder zurück, ey. Das war ja mal gerade eine Nummer. So, mein Karawanenführer, der darf jetzt nach der langen Reise, die Monate gedauert hat, was Entspannendes machen, im Nachbarland einfallen als General. So. Da darf er endlich mal auch was mit den Händen machen. Hallöchen, guten Abend, Leute. So, wir könnten noch in Amiens was ausbauen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wie viel Geld würdest du hier noch machen? Das wären halt 1,1. Ja, wie werden wir das am Ende übrigens abrechnen? Also wirklich das Geld, das links oben quasi verfügbar ist, oder rechnen wir es anders ab? Ich denke schon, also wie willst du denn sonst machen? Ich würde sagen, das, was am Ende übrig ist. Also, mir fällt es schon schwer, das abzuschätzen. Ne? Also ich meine, behaupten kann ich ja viel. Also ich habe sicherlich schon über 1000 Gold ausgegeben, aber... Ich habe übrigens eine blinde Kapitänin für meine Pilgerreise angeworben. Das wird bestimmt super. Das wird super werden. Was soll da schon schief gehen? Ja, lass mich raten, sie trägt auch zwei Augenklappen. Oh, übrigens, ein wichtiger Hinweis für euch. Mein Verführungskomplott wurde tatsächlich eingefroren, weil ich auf Reisen bin. Ah, okay. Also wird realistisch dargestellt. Krass, okay. Das ist ja mal positiv in der Hinsicht. Also jetzt nicht für meine Ziele, aber gut. Fürs Spiel und das Roleplay. Wie mache ich denn das? Braucht einen würdigen Nachfolger? Ich verstehe es nicht ganz. Das verstehe ich nicht so hundertprozentig. Ist aber auch egal. Boah, das ist aber auch schon ein sehr, sehr gutes Gebiet hier. Gut, die Volksmeinung hier ist durchwachsen. Yes, Frau ist wieder schwanger. So wollen wir das haben, Leute. So wollen wir das haben. Wir haben leider noch nicht die Mauern durchbrochen. Ketzerei! Ekelhaft sowas. Also bei uns gibt es höchstens Haarwurzel-Katar. Also, Krankhof-Reisen werden, das kann ich nur bestätigen. Bei uns gibt es höchstens Haarwurzel-Katar, aber keine Katarer, ich sag's euch. Ekelhaft, wie sich die Leute da jetzt konvertieren lassen. Fehlgeleitet. Hat er einen freien so Platz viele Leute. Ah, da kann ich den Nachfolger nominieren. Okay. Hier. Okay. Ja, aber ich habe niemanden. Wir haben ja nichts. Nicht mal Nachfolger. Wir haben ja nichts, Leute. Wir müssen ja damit leben, dass wir nichts haben. Werte Mörperius von Flandern. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Ich gratuliere zur
zum baldigen Nachwuchs, wie ich sehe. Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben auch hart daran gearbeitet. Es war nicht leicht. Hart gearbeitet. Was ist daran so lustig? Gar nichts. Liebe ist Arbeit. Das ist richtig. So. Und zwar tägliche Arbeit. Eigentlich tägliche Arbeit. So, jetzt haben wir nochmal ein bisschen. Warum habe ich bisher nur ein Kind? Noch mehr Ansprüche. Warte mal, ich habe hier noch eine Geisel anbieten. Mhm. Was, ihr könnt gerade. Ja, ein Verführungskomplott gegen meine eigene Gattin. Du musst, glaube ich, dann mehr deine eigene Gattin beschlafen als alle anderen. Tja, ich weiß nicht, was du meinst. Ecke, du hast auch dieses Kinder-DLC, ne? Dieses kleine, ne? Ja, genau, Mord zum Morden. Okay, das habe ich nämlich noch nicht. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich auf einmal meinen eigenen Sohn als Geisel anbieten kann. Und ich, meine erste Reaktion war, what? Warum sollte ich das tun? Ich bin doch nicht bescheuert. Oh, in einer anderen Situation kann das schon hilfreich sein, glaube ich. Ich glaube, diese Situation unterwegs. Ich glaube, diese Situation muss erst noch gecodet werden. Ich gratuliere. Danke. Naja, erstmal gratulieren, wenn es sicher im Kindbett angekommen ist. Ja, ja, genau, richtig. Dass der Storch gelandet ist, ja, richtig. Mein Herzog war ja gerade auf der Pilgerreise in Rom und er bekommt, als er gerade zurückreisen will, auch die Nachricht, dass seine Frau schwanger ist. Na, ich schau. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mhm. Hoffen wir mal, dass sie schon vorher Vagabau das erst jetzt bemerkt hat. Ach. Der Willi, der Eroberer, ist nicht mehr normannisch. Okay. Normaler. Okay, Jungarzt. Arzt und Philosophin. Das ist gut. Wir haben hohe Bildung. Oh, ich finde die auch toll. Das weiß ich, so Atompilz. Ich habe bloß gerade eben nicht mehr wirklich viel, was ich stationieren kann. Ich jetzt war gar nicht gemütet. Entschuldigt bitte. Bildungslebenswandel habe ich bekommen, okay. Aber wenn ich so weitermache, kann ich in Flandern wirklich bald Holland gründen. Ich will keine Affäre. Affären bringen nur Probleme bei dem, was wir hier machen. Das wollen wir nicht. Prachtreise, Prachthochzeit, Universitätsbesuch. Das wusste ich noch nicht, dass es das gibt. Bauernpöbel. Oh, die Annelies ist unsere Tochter. Ich widerstehe den Avancen, die mir hier gerade eben gemacht werden. Sag mal, die wollen hier alle die ganze Zeit meinen Charakter bespringen. Diese unzüchtige Bande hier. Ich bin empört. Das kann es ja wohl nicht geben. Ich habe schon das zweite Mal gejagt und nichts getroffen. Ey, es ist auch nicht lustig. Das zweite Mal gejagt und keine Chance hier auf irgendwas. Naja, aber immerhin haben wir es jetzt hier geschafft, den Also Jäger Geschichte wiederholt zu sich. Meine Frau ist schwanger und schon wieder krank. Wenn die jetzt wieder mit dem Kind im Kindbett stirbt, bei mir dann wiederholt wird Herzog Ray sehr melancholisch. Bei mir wiederholt sich auch eine Geschichte. Egal, was mein Charakter macht, also er geht jagen, die Jagd ist nicht erfolgreich. Aber stattdessen will ein anderer Schneehase ihn bespringen und er muss sie jedes Mal abwehren. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Das ist eher eine Pornokratie als tatsächlich ein Herzogtum. Und ich habe nicht mal was mit meinem. Ich habe nicht mal was dazu beigetragen.
So, Reisendenerfahrung haben wir sie bekommen. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich hätte mir den Anspruch auf Sardinien dann doch sparen können, wenn ich so sehe, was die Familie Duck da so betreibt. Natürlich Sardinien. Ich hab es sofort gewusst, was ihr vorhabt. Dodo Flowers, ich arbeite an der Kontrolle meiner Länder. Wie kannst du das leisten? 2500 Truppen, das ist doch der Wahnsinn. Hast du nicht am Anfang gesagt, du hast nur 500? Ja, da wurde halt dann investiert. Man muss investieren, wenn man... Also habe ich dieses Geld umsonst da ausgegeben für die alle rechtmäßigen Dokumente, die natürlich nur sagen, dass ich rechtmäßig da, ne? Ja, es, also du kannst natürlich, also... Ja, es versuchen von dir dann zu holen. Kannst du ja probieren. Ich bräuchte mal ein paar Kinder und Verbündete, aber ich sag mal so, gegen Frankreich komme ich vielleicht nicht so direkt an, ne? Ah, oh, schwierig. Die sind auch nicht ein Komplott bei Hofe. Okay, Moment. Ich bin jetzt zum zweiten Mal Mama geworden. Sehr schön. Sehr gut. Gratuliere, wie heißt denn der Nachwuchs? Ja, der Chat darf wieder abstimmen. Oh. Ich hätte sonst sicherlich auch... Dafür hast du Zeit? Heilige Scheiße. Ja, die Tochter, na klar, hallo? Ja. Wir hätten schon der Mode. Andere Vorschläge auch noch. Also mein Chat ist da sicherlich auch sehr behilflich, würde ich einmal sagen. Ich habe auch endlich einen Sohn und Erben. Ich bin begeistert. Okay, ich stelle gerade eben... Leute, ich stelle gerade eben was Lustiges fest, was beim Namen meiner Kinder passiert. Wenn ich Kinder bekomme. Ja, also das ist etwas Niederländisches und ich weiß nicht, woher das kommt, aber mein Sohn heißt ja Karel. Mörperius Sohn. Was mit Z-O-O-N? Sehr schön. Klingt gut. Klingt würdig wieder mal. Ich bin mal gespannt, wie lange ich die Namen bekomme. Das wäre mal eine Challenge, ne? Nicht wer am meisten Geld hat, sondern wer schafft es, die längsten Namen der Kinder durch Vererbung hinzukriegen. Das klingt auch gut. Das wäre mal eine Idee. Der Chat hatte übrigens bei mir auch sehr gute Vorschläge, wie alle meine Kinder mehr oder weniger heißen werden. Mein erstgeborener Sohn heißt jetzt Euro Dinero. Euro Dinero, ja. Also auch gut. In dem Moment habe ich einen Spitznamen bekommen. Und zwar heißen wir ab sofort nur mehr Herzog Bleitus Concursius, der Kreditunwürdige, der Abscheuliche. Also das Abscheuliche verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das ist... Der Rest, den lasse ich mir noch einreden, aber das Abscheuliche. Warum will jemand meinen Ratskanzler umbringen? Warte mal, ich habe da so eine These, wer das sein könnte. So ein Bürgermeister hier irgendwo. Ich muss nur den finden, der null in genau, du! Ich weiß, dass du das bist, du mieser Heckenpenner. Okay, wie wäre es, wenn wir ihn... Exkommunizierung erbitten, ne? Nee, das lassen wir mal sein. Klingt nach Zoonose. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt halt schon sehr, sehr große Gebiete habe. Es wird ewig dauern, hier die Kontrolle zu verbessern, ich sag's euch. Aber ich mache es halt schon 14 Gold. An und für sich ist das schon sehr, sehr gut. Es lohnt sich halt nicht, hier etwas zu bauen, solange ich das jetzt hier nicht verbessern kann, ne, was die Kontrolle angeht. Ich bräuchte eigentlich ganz, ganz dringend, dass ich bei meinem Lehnsherr mal zu Kreuze kriechen kann, aber das kann ich nicht machen. Hauptsitz entwickeln, könnte man mal machen. Sorgfältige Planung. Hauen wir mal rein. Können wir mal machen. Vielleicht soll ich mal selber eine Jagd veranstalten. Eine Jagd. Um Anspannung abzubauen. Aber auf der anderen Seite, nee, das rechnet sich für mich einfach gar nicht. Also ganz ernst, für mich rechnet sich das gar nicht in diesem Moment. Mein eigenes Gebiet möchte gerne randalieren.
der Pöbel beliebt zu randalieren, wenn das so weitergeht bei mir. Sie finden es nicht gut, dass ich hier die Untertanen auspresse. Okay, wir machen nochmal ein bisschen mehr Geld. 14,9 sind es jetzt. Jetzt sind es 15. Jetzt sind es satte 15. Jetzt haben wir schon 350 Gold. Ich guck mal gerade immer, wo ist er? Ja, er hat einiges an Geld ausgegeben, wie mir scheint. Der gute Gaius. Dann wo ist er? Hä? Ich finde Lalena nicht mehr. Doch, da. Okay. Hat aber auch noch nicht so viel Geld. Okay, okay, okay. 6,6. Ecke hat sich noch mehr Gebiete geholt. 8,8. Copy. 3,6. Also vom Einkommen her... Oh, jetzt kann ich endlich diese olle Petition stellen. Petition! Die Kontrolle in meinen Gebieten verbessern, mein Lord. Ich hatte gerade einen Verbindungsverlust. Bin ich wieder da? Jo, ja, wir hören dich. Super, alles gut. Sprachchat getrennt. Und Discord hatte heute irgendwie Probleme über den Tag über und deswegen. Ja, Discord war heute wirklich ein Ärgernis. Also ich bin heute Morgen an den Rechner und hatte dann gleich schon mal einen Panikanfall, weil ich halt, da kommt halt die Meldung, du wurdest gebannt von Discord. Und ich dachte, hä, warum? Was habe ich gemacht? Wisst ihr, was ich meine? Ja, was hast du nicht gemacht, Merp? Ja, genau so ist es. Ja, ja. Genau, was habe ich nicht gemacht? Ich habe mir gedacht, so, endlich! Endlich haben sie mich entdeckt. Endlich, ja. Das war schon düster. Uiuiui, ich habe eine... Ich habe da erfahren, da hat jemand eine Affäre. Uiuiuiui. Nein. Ja? Unfassbar. So, also ich habe zwar 120 Gold ausgegeben, aber ich glaube, das rechnet sich jetzt immer noch, dass ich jetzt hier in Clermont ein bisschen mehr Geld mache. Dann wird die Erpressung abgelehnt. Mutig. So, wir sind wieder zurück, haben wieder Reisen und Erfahrungen uns gegönnt. Ich finde es interessant, dass sie halt immer mehr Prestige bekommen, weil sie halt hier die Stellung halten. So, warte mal, das Töchterchen muss aber auch noch irgendwie ausgebildet werden. Für mich ist werden. Das hier einfach wieder eher so in... Ich lasse mir heute von euch ein bisschen wieder einen Geschmack CK3 geben. Ich bin vollkommen unambitioniert hier heute. Ich will einfach ein bisschen Spaß haben. Und ja, bin gespannt, was rauskommt am Ende. Wollen wir immer mal so, weiß ich nicht, nach einer Stunde immer so einen Zwischenstand? Oder ist das... Ja, finde ich, cool? Find ich gut. Ja, ne? Das ja, können wir ja machen. Also, ja, finde ich auch gut. Also ich spiegel ja regelmäßig bei euch, ne? Ah. Ich habe auch schon mal rumgeschaut, ja. Rumgeschaut. Ich bin, wie gesagt, unambitioniert. Ich freue mich, wenn ich hier nicht mit Minus rausgehe am Ende. Also ich glaube, einkommenstechnisch bin ich euch jetzt schon weit voraus. Aber ich habe halt noch nicht das Gold. Also ich sag mal als erstes, ne, momentan. Krass, ja. Momentan 327 Gold, Einkommen pro Monat 15,8. Wow, das ist verdammt viel. Das ist echt viel Einkommen pro Monat, ja. Ich kann's noch. Ja, Platz 2 ist Ecke, würde ich sagen. Aktuell, oder? Ja. Ja, ja. 541, Income 13,7. Wahnsinn. Ja. Ich erhöhe es jetzt dann demnächst auf lediglich, glaube ich, 5,2 oder so im Monat. Also. Ja, ich bin bei 7,6 aktuell. Ich 6,6. Ja. Aber vielleicht müsste ich auch ein bisschen mehr investieren. Ich dachte so, na, nee, ich gebe für nichts Geld aus, aber das ist vielleicht auch der falsche Weg. Nee, ich habe krass investiert. Also ich habe mir überlegt, so in den ersten 1,5 Stunden muss man investieren und dann tickert das Geld dann am Ende rein. Ab jetzt investiere ich nicht mehr. Ja, das stimmt eigentlich. Wobei, hin und wieder mal hau ich jetzt auch mal so ein Zwanni raus für so eine dumme Jagd. wo wir garantiert wieder nur ein Stück Gehölz schießen. So billig ist das bei dir? 20? Nein, nein, ich bin nur Gast. Ich
Ich bin nur Gast. Moment, ist bei euch nicht so jugendsprachemäßig der 20er, der Zwambo oder so irgendwie? Nee, ja, Gott, genau. Oh Gott. Was? Zwambo? Coppelius. Ich bin schon wieder Mama. Ich bin nur nicht Gratulation. Sehr gut. Nee, Jugendwort. Ja. Das rede ich ja nicht mehr von dir. Dass du steinalt bist, das weiß ich ja. Das ist jetzt nicht das Thema. Also zum Thema Jugendwort. Ich habe ja Kinder im Alter von 12 und 10 Jahren. Und gerade der Große müsste sich mit der Jugend schon auskennen. Und der hat neulich diese Jugendwörter gehört und hat nur mit den Augen gerollt und hat gesagt, was? Sehr gut. Also das ist halt einfach nur Quatsch, diese Jugendwörter. Das ist halt, das hast du vielleicht in irgendeinem Kiez, sage ich jetzt mal, so ganz, ganz abgeschottete Subkultur, da ist das wahrscheinlich dann so ein Ding, aber nicht deutschlandweit und schon gar nicht im deutschsprachigen Raum. Ihr zerstört mir gerade so richtig meine Vorstellung von Deutschland einfach. Schlimm. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt was über Österreicher sagen, aber ich mach's nicht. Ich bin jetzt spätestens im Februar wahrscheinlich wieder in Berlin und da habe ich mir jetzt gedacht, weil ich mich da weitergebildet habe, ich kann da ein bisschen flexen dann in der Zukunft und gehe dann hin und sage, ich habe nur einen Zwambo und jetzt soll ich das nicht machen anscheinend. Also gucken dich alle wahrscheinlich nur dumm an und fragen dich, was? Was? Ja. So, dass ich mir, ja, hoffentlich hast du Antibiotika dagegen. Ja, genau, ja. Ist das ansteckend? Ich wollte es gerade sagen, ist das ansteckend? Okay, mir wird gerade im Chat gesagt, in Berlin nennt man das wohl einen Zwacken. Zwacken? Zwacken? Die dritte Jagd, die fehlschlägt. So langsam aber sicher glaube ich, dass ich das verbindende Element bin in dieser Misserfolgsserie. Nein, mach weiter. Gib weiter Geld dafür aus. Du wirst es schon sagen. Ja, gib schön Geld aus. Bei uns heißt es übrigens 20er. In 20er, ja, 20er, sagen wir auch in Österreich. 20. Ja, ein 20er, ja, das ist nicht bloß im Franken, auch im Schwäbischen, ist ein 20er. Richtig. Ja, da sehen wir die klaren hier geografischen Trennungen. Ne? Genau. Ja. An der Stelle ordentlich und Wahnsinn. Ne? Ich bin immer wieder überrascht. Ich bin immer wieder überrascht, wie nah die Franken und die Schwaben dann doch in vielerlei Hinsicht in der Aussprache sind. Nicht bei allem, aber bei sehr viel. Und was fränkische Freunde von mir festgestellt haben, der Schwabe und der Franke hat mehr miteinander gemein als der Franke und der Bayer. Was tragisch ist für die Franken. So, lala. Der Heiermann? Okay, das kenne ich gar nicht. So, also wie gesagt, ich brauche auch eigentlich keine weiteren Gebiete mehr, wenn ich ehrlich bin. Oder will ich noch ein... Ne, es gibt keinen Steuerlass. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul! Ach, der Heiermann ist der 5-Euro-Schein. Sinspiro meint auch, bei uns haben wir auch 20er. Ja, das ist logisch, Sinspiro, weil der Schweizer und der Schwabe haben eigentlich, also es ist beides eine alemannische Sprache. Da, wo ihr Lee sagt, sagen wir Le ganz oft. Also die Sprachen sind sehr nah beieinander. Tatsächlich kann ich relativ viel Schweizerdeutsch sogar verstehen. Nicht alles, aber sehr viel. Das liegt einfach daran, dass diese Sprachen halt wirklich, ja, also nebeneinander sich entwickelt haben und sich aus einer gemeinsamen Ursprache entwickelt haben. Aber ich bin halt auch kein Germanist, aber soweit ich weiß, ist das so. Tatsächlich gibt es im Schwäbischen selber natürlich auch noch ein paar Unterscheidungen. Es kommt drauf an, ob du Bodenseeschwabe bist oder hier so Großraum Stuttgart-Schwabe. Oder, ich glaube, Memmingen ist auch noch mal ein bisschen extra. Aber das sind nur so leichte Variationen. So, jetzt haben wir diesen einen Typen da im Knast. Was machen wir denn jetzt mit dem? Er ist dumm. Ja gut, das haben wir gemerkt. Bauernanführer, Armeeunterhalt. Lösegeld fordern. Nee. Ihn hinrichten.
Und die nächste Mine, ja, die den Besitzer wechseln wird, wie ich sehe. Ja, ja. Ja, ja. Ein Minensammler, könnte man fast sagen. Ecke geht auf Minen, ne? Ich mag Moniten. Mhm. Und die ist noch besser als die in Sardinien. Das ist eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich werde mich einmal in Richtung Schweiz orientieren oder ins Tirol. Was sind wir denn? Stimmt, da gibt es auch. Gibt's da nicht auch? Ja, aber das Problem bei der Tiroler Mine ist, was? Die ist noch nicht erschlossen. Ah, die muss man erst bauen, sehr teuer, ne? Ja, für dich, Copy, würde ich dir Czaslau empfehlen. Da müsstest du dich nur mit dem König Herzog von Böhmen einlassen. In Czaslau, rechts. Sein 2200 Truppen. Von Prag liegt halt. Hier. Auch sehr okay. Da, die Bergbaussiedlung, tatsächlich. Ja, ja. Ja. Problem ist aber nur, dass halt, da. Ist das eine Silbermine? Das Problem ist, dass der König. Ich bin verbündet mit dem König von. Oder? Böhmen? Moment. Ich bin irgendwie verbündet mit denen. Nein, bin ich nicht. Der Berner ist nicht verbündet. Der Österreicher. Nee, gar nicht. Entschuldigung. Der Schweizer. Das Problem ist, der ist mit Bern verbündet und mit Hochburgund. Ja, Hochburgund. Schwierig. Schwierig. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man hier Ecke so gewähren lässt, dass er all seine Minen erobert. Ja, also ich frage mich gerade eben auch, ob man da nicht eventuell mal eingreifen sollte. Ja, naja, ich glaube, wir alle sind in der Rolle, darüber zu entscheiden. Darüber nachzudenken wenigstens. Ich finde es ehrlich gesagt auch nicht sehr fair von dir, dass du das so einfach umsetzt. Mir nichts, die nichts einfach mehr einverleiben, ne? Da schmiert sich eine Koalition, habe ich das Gefühl. Eine Koalition? Ich bin gerade eben bloß am Überlegen. Habe ich überhaupt eine Mine bei mir in der Nähe? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, da im Norden ist nichts. Alles nicht hilfreich. Danke dir, Josh. Nee, also mein Problem ist halt, ich müsste mich halt jetzt auch mit irgendwelchen Großreichen anlegen. Also ich bin inzwischen ja eigentlich jetzt hier schon so ein bisschen die Käsescheibe zwischen England und dem Heiligen Römischen Reich. Und ja, das ist so. Das ist ungünstig. Was ist das? Ach nee, das gehört alles dem König. Ja, okay. Es sei denn, ich werde halt König. Mich zum Regenten ernennen. Ja, als König verdienst du natürlich auch eine goldene Nase, ne? Also. Ja. Die Frage ist, ob das eine gute Idee ist in meiner aktuellen Lebenslage. Das Leben ist gerade einfach noch so schön gut. Beeinflussung italienische Kultur. Ja, das machen wir. König Philippe ohne Viehherde. Eine große Viehherde. Nee, ich nehme einfach das Gold. So. Also, König von Philippe von Frankreich in Anspruch stellen. Und das Problem ist, der wird das Geld nicht so schnell bekommen hier. Die Frage ist, wie viele Verbündeten hat der König? Zu viele. König von Ungarn. Hat auch zu viele Männer. Zu viele Bündnisse. Herzog der Bretagne. Der wäre nicht besiegbar für mich. Gott, sind einfach alle zu stark. Galizien, König Alfonso. Da sehe ich doch jetzt schon, dass er kein Geld verdient, der Mann. Nee, also diese Kriegserklärungen bringen es mir gerade eben nicht. Die bringen es mir nicht. Das ist das Problem, was ich gerade eben habe. Ich meine, wenn ich jetzt geduldig warte und der Papst lang genug lebt, kann ich 381 Gold verlangen.
Darauf sollte ich jetzt achten. Endlich wieder ein Verwaltungslebenswandelvorteil. Kriegsgewinnler. Monatliche Einnahmen pro Anspannungsstufe. Ich brauche mehr Stress. Ich habe wieder eine Tochter, die heißt Venna. Venna, Venna, Venna. Okay, also. Ich werde mir jetzt mal einen Verbündeten holen. Oh Gott, das ist Ecke. Die Republik von Venedig. Ist aber sehr weit weg. Die Bretagne. Ja doch, die Bretagne könnte man sich jetzt hier einen... Nein, die Bretagne ist doof. Bretagne, es sollte kein Vasall sein, der mit mir im selben Boot sitzt. Ach, Kacke. Dann hole ich mir jetzt doch einen Bündnispartner mit Venedig. Also mit den Kindern hat unser Dinero hier kein Glück. Jetzt gab es die nächste Frühgeburt. Das ist unfassbar. Also, das ist dafür läuft es in der Religion besser. Das ist jetzt das dritte Mal bereits? Dritte Mal? Zweimal während der Schwangerschaft und jetzt das dritte war noch eine Frühgeburt, ja, ja. Irgendwie, weiß ich nicht. Aber der Papst ist ja. Na, warst du wohl nicht gottesfürchtig genug, mein Freund? Gott straft dich. Naja, also eigentlich mag mich der Papst. Achso, okay. Also. Ja, aber Gott mag dich nicht, weißt du? Das ist das Problem. Oh. Also, jetzt können wir hier weitermachen bei Clermont. Bei den Amiens haben wir es auf 100% geschafft. Allerdings sind es hier Franzosen. Franzosen. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Wobei, das sind auch Franzosen. Ich habe sehr, sehr viele holländische Sachen erobert. Sag mal, wie lange baut denn das Ding hier noch? Noch 9 Monate. Heilige Scheiße. Muss ich die Frage in den Raum stellen, ob sich das am Ende wirklich gelohnt hat. Der Papst hat irgendwie Geld ausgegeben. Hör auf, das Geld auszugeben, Papst, das ist meins. Das weiß er nur noch nicht, dass das meins ist. Okay, die Kleine macht die ersten Schritte. Ja. Man kann die Bauzeit ja verkürzen, ja, aber wahrscheinlich noch mehr Geld ausgeben, ne? Oder? Nee. Hä, wie... Also zumindest nicht über einen Button. Mehr Leute anstellen? Hä? Wie sollen wir denn hier mehr Leute anstellen? Das ist mir neu. Oder gibt es da jetzt eine neue Funktion, so Atompilz? Von der ich noch nichts weiß. Ich meine, ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Das kann ich ja nicht mal von der Hand weisen. Ach, du hast auch nur 76% Kontrolle. Kacke, kacke, kacke. Ja, und es würde sich mehr lohnen, hier die Kontrolle wiederum zu verbessern, wie ich gerade sehe. Sogar deutlich mehr. Wo man denn... Ach, hier bei den Höflingen. Zeugwart, Hoftutor. Seneschall, Hofner, Leibwächter. Ach, du meinst den Baumeister, den Hofbaumeister? Ja, aber guck mal, was der kostet. Was das kostet? Das Problem ist ja, bei dieser Challenge, die ich jetzt hier spiele, muss ich ja gucken, dass ich so wenig Jobs wie möglich jetzt hier anbiete, ne? Das ist halt das Ding. Okay, ich guck gerade eben nochmal wegen den Ansprüchen. Oh, ihr könnt William dem Eroberer den Krieg erklären. Es ist eine unglaublich schreckliche Idee, das zu tun. König Philippe von Frankreich. Das Problem ist aber tatsächlich, dass es für mich überhaupt gar nicht zur Diskussion steht, dem König den Krieg zu erklären. Wisst ihr warum? Ich bin halt einfach ein sehr, sehr glücklicher Ratsverwalter von ihm.
Ich mache halt einfach 7% mehr Domänensteuer und kassiere noch 2 Gold vom König. Es ist halt, also ich lebe den Traum eines gierigen, fleißigen Dudes. Da gibt's gerade eben nicht so viel dran zu mäkeln. Absolut nicht. Da kommt der Schwabe zum Vorschein. Ah, 1342. Das Einzige, was man machen könnte... Das Kind hier gleich mal Stress. Nee. Das Einzige, was man halt machen könnte, wäre halt Kriege erklären, um irgendwie rumzuplündern. Aber da passiert ja nichts. Das ist halt das Problem. Also aktuell Kriege erklären kann ich nicht wirklich. Kann ich jetzt diesen würdigen Nachfolger machen? Nein. Wir haben einfach keine Würdigen in unserem Land. Es gibt niemanden in meinem Land, der würdig ist. Das ist das Problem hier bei uns. Karel gelingt erst einmal etwas. Gelingt erstmals etwas Zahnen. Oh, er hat es geschafft, Zähne zu bekommen. Cool. Gut, das bekommt man in der Regel von alleine hin, aber Ritter rein heiraten. Ja, aber das kostet ja auch wieder Geld. Das ist ja das Problem. Ich bin gerade immer am Überlegen, wie ich vorgehen soll. Um vielleicht nochmal ein bisschen Geld irgendwo rauszukitzeln. Das macht die Sache gerade eben ein bisschen schwierig. Hier wird gerade eben Pfahlfestungen gebaut. Okay. Stimmt, meine Höflinge verpaaren. Ja, aber das wird so schnell jetzt hier auch nicht passieren, ganz im Ernst. Also, was ich sagen will ist, dafür spielen wir, glaube ich, gar nicht lang genug. So, wen kann ich den jetzt hier? Ja, einfach die da. Go. Und er hat schon eine Frau. Er nicht. Die nächste, bitte. Den kann ich gar nicht verheiraten. Der hat schon eine Verlobung. Ach, das ist Ecke gewesen. Es ist so doof, dass es nicht dran steht. Den hier muss ich auch. Ich glaube, das ist schon wieder bei einem Spieler gelandet. Oder auch nicht. Gott, ist die Frau krass. Hat die Werte, ey. Meine Fresse. Okay, das... Die hat ja mal Diplo- und Kriegsführungswerte. Das ist eine graue Eminenz, eine weise Frau und Schwert... Was habe ich denn da? Was habe ich denn da dem reingeheiratet? Hallöchen, Dämmel. Was habe ich denn da reingeheiratet? Okay. Ja, Ma'am. Ich glaube nicht, dass sie... Ich fände es besser, wenn sie bei uns jetzt hier den Job machen würde, den ihr Ehemann macht. Sind wir mal ehrlich, ich würde das gut finden. Aber da habe ich in ein Land gezogen, ja. Dankeschön, Devil, für den Resub im 63. Stufe 3. Danke dir, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Immer noch König Wilhelm, den Ober, den Krieg erklären.
Ist immer noch keine gute Idee. Also wie gesagt, ich will immer noch nicht König von Frankreich werden, König von Ungarn. Eigentlich höchstens ein Herzogtum von Genua, von Jülich. Aber das ist schon wieder der heilige Kaiser da. Provence. Ich hatte ja jetzt lange überlegt, ob ich in eine Jagd das Geld investiere, aber ich muss sagen, das hat sich tatsächlich überraschend gut ausgezahlt. Hätte ich nicht gedacht. Was war die Provence? Ach, da unten. Und ich darf an dieser Stelle voller Freude erzählen, dass meine Ehefrau nun auch meine Affäre ist. Ja, das ist bei mir ebenso. Ja, dann bleibt's wenigstens in der Familie, ne? Bleibt's in der Familie. Es hat eh nur ein paar Jahre gedauert, aber gut. Nee, ich habe jetzt gerade in die Situation, dass ich eigentlich gerade eben hier mich zurücklehnen kann. Theoretisch, weil ich habe... Einfach Geld reinlaufen lassen. Ja, nee, ich habe auch wenig Möglichkeiten, irgendetwas zu tun. Ach so, verstehe, was du meinst, ja. Das ist so gerade eben das eigentliche Problem, das ich habe. Es sei denn... Also ich habe mir jetzt mal diesen Anspruch geholt, ne? König Philippe lädt mich zu seinem Festmahl ein. Sounds like a plan. Let's go. Also ich würde mir ja wirklich wünschen, dass man hier wie in Europa Universalis 4 auch angeben kann, dass man bei einer Armee sagt, die Verbündeten sollen sich dieser Armee einfach anschließen. Das fehlt mir absolut, muss ich sagen. Ja, es gibt da immer noch... Ich habe jetzt Verbündete in einen Krieg geholt und die stehen einfach in den Bergen extrem weit vom Krieg weg. Es gibt hier tatsächlich noch ein paar Schwächen im System. Also eine ganze Menge sogar. Von so Sachen, wo ich mich frage, warum haben sie das nie gemacht? Ich bin jetzt noch Gärtner geworden. Wie viel Verwaltung wollen sie? Ja. Ich bin 29. Aber ich brauche eigentlich noch mehr Perks, Leute. Jetzt mache ich schon 19,1 Gold. Also ich bin bei der Festivität meines Königs und dann bin ich am überlegen, ob ich mir als nächstes die Provence... Ach Gott, nee, die Provence ist... die Provence gehört ja auch dem heiligen Käsekuchen hier, dem Kaiser. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gott, was für ein Moloch dieses heilige römische Reich ist. Was für ein kranker Moloch. Unfassbar. Der soll aufhören, Geld auszugeben, Mann. Ich will die Kohle. Der Miesling. Wie oft denkt ihr ans Römische Reich? Hä? Wieso denken? Die Frage verstehe ich nicht, Ekus. Was soll ich daran denken? So, warte mal, nee, Erholung wollen wir nicht machen. Unfug. Nee, ich will mich anfreunden, und zwar mit meinem König. Wenn das geht. Verschreckte Vasallen. Nee, ich komme mit Prestige. So, das Festmahl beginnt sich jetzt. Also, ich versuche es mich jetzt bei meinem König anzufreunden. Ich bin ja schließlich ein Ratsverwalter. Höflicher Gast. Aha. Okay, ich komme tatsächlich einer Freundschaft mit dem König näher.
Ich werde doch jetzt kein Geld ausgeben, um mit dem König zu bestechen. So, ich habe einen... Oh. Okay, das ist abgeschlossen. Wer ist denn jetzt... Sag mal, also ich verliere Ratsmarschalle hier schon häufiger, ne? Das muss man schon mal dazu sagen. Meritokratie. Rasch bebauen. Steuereintreiber. Wir machen jetzt einen Steuereintreiber, damit es nochmal effizienter wird hier. 19,5 Gold machen wir momentan. Da geht noch mehr. Ich sag's euch, da geht garantiert noch mehr als diese 19,5. 19,6. Das ist doch schon mal was. Das große Problem des Multiplayers, ne? Nachdem du das erste Mal Gold bekommen hast, kriegst du hinterher nie wieder Gold vom Papst. 1100 irgendwas, mehr macht 6,1, weil viel macht Ecke. Ecke macht inzwischen 13,1, hat aber immer noch weniger als ich. Also de facto, wenn ich jetzt einfach so weitermache, bin ich für die... Oh, Copy macht Minus. Schon wieder eine Jagdseinladung. Ja, komm, was soll's. Also diese 29 kann ich mir leisten. Copy hat da wirklich Schwierigkeiten mit dem Geld, wie mir scheint. Ich will nicht um Ansprüche bitten. Mann, Papst. Greif doch einmal tief ins Kirchensäckel. Einmal tief rein. Welche DLCs ich essentiell finde. Oh, essentiell ist so eine Sache. Das kommt bei diesem Spieler total drauf an, was du machen willst. Also tatsächlich würde ich sagen, ist auf jeden Fall Royal Court schon nicht schlecht. Weil du halt, aber halt nur dann, wenn du halt wirklich diesen Hofstaat spielen willst, mit den Artefakten und so. Wenn du halt Nordmänner spielen willst, dann brauchst du halt den Nordmann-DLC, ganz, ganz klar. Wenn du in Spanien spielen willst, brauchst du halt den Spanien-DLC. Und alle anderen sind halt eher so Fluff, sage ich jetzt mal. Also es kommt halt darauf an, ob du eher so Paint the Map spielen willst oder ob du halt wirklich viele Events haben willst. Dann brauchst du halt auch diese kleinen, wie dieser neue mit der Kinderausbildung. Ich weiß gerade eben bloß leider nicht, wie sie heißen. Also es kommt total drauf an, was du mit diesem Spiel machen willst. Und der Tours and Tournaments, sage ich jetzt mal, der ist halt dann witzig, wenn du halt gerne mit deinem Charakter auf Abenteurerreise gehst und dadurch diese verrückten Geschichten erleben willst. Das sind halt so die Dinge, sage ich jetzt mal, die da aus meiner Sicht entscheidend sind. Was ist ein essentieller DLC? Also es gibt aus meiner Sicht nicht den essentiellen DLC wie bei vielen anderen Spielen, sondern mehr so ein, was ist für dich essentiell? Also krass, was ist für dich wichtig? Hat jemand gerade in meinem Giveaway Civilization 6 Platinum Edition gewonnen. Nice, sehr cool. Sehr ja, stark. Gratulation. Wow, auf das ist jeden echt Fall. Ein schönes Spiel. Glückwunsch. So. Ich habe Angst, dass Mörb bald die 2000... Gulden-Marke knackt oder so. Nee, so schnell knacke ich die nicht. So einfach ist das nicht für mich. Huch, was ist jetzt passiert? Copy, willst du nach Hause? Ja. Tatsächlich. Okay. Läufst du gerade eben bei Ecke durch? Nee, er hat einen Anspruch auf Graz. Ich habe mir nur gedacht, es ist durchaus sinnvoll. Genau. Wobei, ein bisschen knackig die Sache. Ich habe lustigerweise mir Verbündete vorher geholt oder eben durch eine Heirat Verbündete geholt, die... Keine Ahnung, so aus der Novgorod-Gegend, Weißensee da oben, genau, neben Novgorod eben aufgebrochen sind. Bis die bei mir angekommen sind, existieren die nicht mehr. Ja. So, auf
begeben wir uns auf eine Reise ins Unbekannte, von der wir wahrscheinlich nicht zurückkehren werden. Auf nimmer wahrscheinlich Wiederkehr. Nicht mehr ankommen. Ja, aber ja. An der Stelle hat man doch das Prinzip verstanden, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das der Ziel, ja. Das ist also eine philosophische Reise. Mhm. Ins Unbekannte. Wie jeder Gedankengang. Ja. Ich meine, jeder von uns kennt das doch mit dem Denken. Es ist eine Reise ins Unbekannte. Ins Unbekannte. Und die nehmen das halt sehr wörtlich. Aber wirklich. Okay. Der fordert einen Ratsposten. Tatsächlich kann man das sogar mit dem hier machen. Ja, das kann man machen mit dem hier. Wobei, ja. Dann ist der Mann jetzt glücklich. Das ist gut. Heimische Angelegenheiten machen wir nicht. Ich kann zwei Kriege erklären immer noch, die mir überhaupt nichts bringen. Sag mal, auf wie viele Jagden soll ich denn noch eingeladen werden? Die Frage muss erlaubt sein. Auf wie viele Jagden wollen Sie mich noch einladen? Mindestens eine weitere. Ja. Ich höre jetzt auf, weil ansonsten freut ihr euch einfach nur zu sehr, weil ich dann immer mehr Geld ausgebe für Jagden, die am Ende sowieso nur ein Gestrüpp schießen. Also, ich hatte eine Jagd und die hat, also da, ich habe ein großes Geweih bekommen, was mir jetzt sehr viel Prestige bringt und insgesamt, glaube ich, 500 Prestige. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Prestige bei einer Jagd rausgeholt. Also, ich habe 100 war sehr glücklich. Gold investiert in eine Jagd, habe einen Bären gejagt, diesen auch erlegt und knapp 900 Prestige gemacht. Also, ich war recht zufrieden. 900, aber gut, ich habe auch nur 90 Gold investiert und dann dafür 500, also Kosten. Das ist eine gute Quote. Ja, aber bin ich zufrieden gewesen. Prestige, ganz im Ernst, wer braucht denn heutzutage? Ja, für Prestige? Krieg habe ich es tatsächlich gebraucht. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Krieg kann ich mir nicht leisten, hier eingeklemmt zwischen England, Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich. Zu sehr, das stimmt. Gut, dass wir die Achtwörter Start genommen haben, dann kommen auch die Wikinger vorbei, so ein Scheiß, ey. Es ist nicht so, dass ich nicht damit liebäugle, Ecke, dein Lehnsherr zu werden. Es ist bloß so, es ist mir militärisch nicht möglich. Ja. Aber ein bisschen ausgebreitet konntest du dich ja schon, das sieht ja schon mal ja, gut. Ja, also ich habe hier meine Nachbarländer geholt, die hatten dann auch einen gut bestellten Rasen. Da kann ich mich nicht beklagen. Ja, schön. Aber es hätte geiler sein können. Wie es halt immer ist. Papst. Weh, du gibst das Geld jetzt aus. Ich habe bis jetzt hier bloß 29. Geschenk schicken. Für 150, das würde die Meinung erhöhen. Wisst ihr was, das machen wir. Ich muss das wieder zurücknehmen. Meine Verbündeten kommen doch noch an. Mit 177 Einheiten. Das sind aber wohlgemerkt Stufe 3 Einheiten. Das ist ja echt nicht schlecht. Das Lustige ist allerdings, dass ich in der Zwischenzeit das Verlöbnis ja schon aufgelöst habe. Das heißt, wir sind eigentlich ja gar nicht mehr verbündet. Die wissen es noch nicht. Die wissen es nur noch nicht. Richtig, ja, also realistisch. Ja. Realistisch, ja. Die haben noch nichts davon bekommen, genau. Ich habe gerade eben auch einen Move gemacht, der ist einfach nur frech gewesen. Ich hatte gesehen, dass der Papst wieder einen Haufen Geld hat, aber er hatte nicht die Meinung von mir, dass es mir gegeben hat. Was habe ich gemacht? Ich habe ihm 150 Gold gegeben, dann hat er mir 500 gegeben. Oh, ja. Wow. Das ist okay. Fünf? Wieso bekommst du denn bitte 500? Weil ich wichtig bin und du? Die Antwort hast du selber gegeben. Du bist doch noch kein König, oder? Du bist Herzog. Hä? Ich weiß. Also nein, aber liegt das an der Militärstärke oder also Robert von B-Mount, wir müssen reden. Vielleicht an der Frömmigkeit oder so, ich weiß es nicht. Was hast du für eine Frömmigkeit? Nein, was ist denn das? Gibt's doch nicht. Ecke, was ist los? Wir müssen reden. Also was ich da erfahren habe, ist schon sehr frech, muss ich sagen. Jetzt sag mal ruhig. Hat Ecke etwa gewildert in fremden Betten? Ja. Ja. Hast du es jetzt eigentlich schon angenommen oder nicht? Es wird mir gar nicht angezeigt.
Weiß ich nicht. Du weißt es nicht. Interessant, interessant. Ich, Ich habe leider einfach keinen Charakter, mit dem man das machen könnte. Sonst würde ich sofort bei euren Damen im Bette liegen, aber... Mein den Charakter Titel. Interessiert sich nur für Geld. Was treibst du dich auch hier rum, Coppelius? Geh weg! Ja, geh weg. Was soll ich sagen? Also ich finde es ja gut, Coppi, dass du ja als Historiker uns jetzt hier so vorführst, wie die österreichische Kultur damals ausgesehen hat optisch. Optisch nämlich, ja. Das muss ja auch der gesagt werden. Aber ohne Schmäh, hast du es jetzt abgelehnt? Nee. Warum kann ich da nichts rauspressen aus dir? Es wird mir nämlich... Ja, natürlich nichts. Ja, als ob du kein Geld hast. Sehr viel rauszupressen. Aber das wird mir nämlich nicht angezeigt, interessanterweise. Sehr spannend. Aber ich möchte an dieser Stelle zumindest anmerken, dass wir einen Erben bekommen haben. Wir haben bisher eine Tochter gehabt. Eine sehr liebreizende, ein bisschen anstrengende, wie ich mitbekommen habe, aber das sind ja die Kinder in dem Alter. Jetzt allerdings haben wir einen Erben und wir sind noch auf der Suche nach einem guten Namen. Und bist du deppert, ist das ein hässliches Kind? Bist du deppert? Also ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, Leute, Ecke macht inzwischen 30 Gold pro Monat, ne? Nein. Oh Gott, 30, Alter, jetzt wird's verrückt. Das ist gelogen. Weil Ecke hat sich halt einfach mal komplett Piemont geschnappt und deswegen, also Piemont ist ja eine der Piemont mächtigsten Gebiete. Das ist mein Durchbruch. Unglaublich. Wir haben noch 2 Stunden Zeit, ne? Ja komm, dann wird's Zeit. Wir müssen mal Tatsachen schaffen. Tschüss, ich bin weg. Ja. Übrigens, war das nicht früher so, dass man sich an Geburtstagen so Goldgeschenke geschenkt hat? Oder wie war das? Oh, das ist ein... I see what you did there. Ja, gutes Argument. Ja, ja. Ich meine, Ecke, also so der Reichste, ne? Könnte da ja mal drüber nachdenken. So, ich möchte an dieser Stelle auch endlich also mitteilen, dass Graz nun endlich Teil von Österreich ist. So wie es sich halt gehört. Und wahrscheinlich auch bald der neue Sitz von Österreich wird. Das ist gut. Ist der aktuelle Sitz nicht Wien? Mhm. Und okay, und wieso? Ja, einfach aus Prinzip. Ach so. Okay. Was ist denn hier los? Mein König, Philippe, hat den Beinamen der Teufel bekommen. Zu Recht? Ja, schon länger. Scheint der an. Der Drecksack. Gründe, warum ich mit dem verbündet bin. Coppelius weiß warum. Aha. Aha. Wie nehme ich denn... Oh. Licht. Na, das ist ja mal ein Typ, ey. Da wird einem ja ganz schwindelig. Ich muss hier mal ein bisschen... Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, Leute, ne, dass der so heißt. Was für ein mieser, mieser Penner. Vielleicht sollte ich versuchen, ihn umzubringen. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind zu gering. Es rechnet sich wahrscheinlich einfach nicht genug. Befürchte ich. War das mal hier? Ja, Ecke hat aber auch schon wieder ein bisschen Geld verloren, macht nur noch 22 Gold jetzt hier. Also ich sehe es von der Seite, für Ecke wird es eher schwierig. Was? Auf gar keinen Fall. Ey, König, du hast mich gerade eben abgelehnt, mich zu empfangen. Glaubst du jetzt etwa, ich gebe meinen Erben in deine Hände? Oder von irgendeinem Honk, den du auserwählst? Vergiss es. Der hat ja mal Vorstellungen. Der hat einen muffigen Hof. Und er ist ein unwürdiger Herrscher.
Oh Gott. Ich möchte auf jeden Fall weniger Steuern an ihn zahlen. Jetzt mache ich schon 22,9. Ich habe die Vasallenbande ihm gegenüber schnell nochmal geändert. Er kriegt jetzt mehr Männer, aber ich mehr Geld. So, noch mehr Vorzüge. Huch. Die nehmen wir an. Gebäudebaukosten. Nee, das ist jetzt eigentlich ziemlich egal. Meritokratie, Thronanspruch, Komplott gegen euren Lehnsherren. Ja, weiß ich nicht. Nee, ich mache jetzt den Kriegsgewinnler. Das Problem ist bloß... Das Problem ist bloß, dass ich wahrscheinlich so schnell keinen Krieg haben werde. Ich hätte gerne einen Krieg. Warte mal, kann ich nicht einfach bei meinem Lehnsherren mitspielen? Nee, wer ist denn das? König Dagobert von Burgund ist Angreifer gegen das Herzogtum von Böhmen. Ich sehe, was da los ist. Ich sehe, was Ecke da macht. Die Frage ist, ob es mich scheren sollte oder nicht. Der verlangt jetzt auch einen Ratsposten. Ach du Kacke. Ja, dann bekommst du diesen Posten halt wieder. Damit die jetzt hier nicht so rumzicken. Geldtechnisch spielt es ja gerade eben sowieso nicht die große Rolle. Ansprüche. Nordgau, Emilia, Spoleto, Toskana, Lombardei, Meißen, Cornwall, Galizien, Kastilien, Bretagne. Die Bretagne. Ganz im Ernst, ich werde versuchen, die Bretagne zu erobern. Also, ich habe mir jetzt diesen Anspruch geholt. Max, ist dir überhaupt bewusst, was du für ein Lucky Dude gerade bist? Wieso? Ich? Wer? Strategie-Ecke. Achso, Ecke. Weil ich meine Druckmittel nicht gut verwenden kann gegen dich. Oh, echt? Ich meine, ich könnte es alle wissen lassen, aber im Sinne des Spiels ist es wahrscheinlich besser, es nicht zu tun. Weil es ist wirklich, also wenn ihr wisst, wenn ihr wissen würdet, ja, wenn ihr wissen würdet, was ich weiß, eure Welt würde zusammenbrechen. Also ich würde ja an deiner Stelle das so machen, Copy, da Herr Ecke ja das höchste Einkommen hat, würde ich einfach mal sagen, Ecke, was zahlst du? Also gegen ein Geldgeschenk hätte ich tatsächlich nichts. Das muss ich schon anmerken an dieser Stelle. Deswegen, also ich würde es mir an deiner Stelle bezahlen lassen. Und da ist es auch schon. Ihr schiebt euch ja. Nein, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass Österreich da was unternimmt. Ich vergebe. König Dagobert, er ist jetzt König von Burgund. Oh Gott. Ja, ey, jetzt guck mal, das ist so mir dahin gefallen in den Schoß. passiert halt einfach. Ja, König von Burgund. Natürlich auch was gekostet, ne? Also man muss natürlich auch etwas investieren, aber dafür schiebt mir natürlich jetzt der Kaiser all die Vasallen zu, ne? Das ist natürlich damit umgehen die halt diesen langen Weg des Geldes zum Kaiser. Das geht erstmal durch meine Tasche. Sag mal, was ist denn mit diesem König los? Ecke, du hast glaube ich irgendetwas gemacht, dass der König mich nicht mehr mag oder wie oder was? Nein, das habe ich nicht. Nein. Ich wasche meine Hände in Schuld. Absolute Unschuld. Nicht mit Weihwasser, aber absolute Unschuld. Aber er heißt auch der Teufel, ne? Also. Ja, dass der Papst dich nicht irgendwie mal exkommuniziert bei deiner Besessenheit, das ist ja unfassbar. Hust. Geht's nicht mit rechten Dingen zu, ne? Ganz schön verhext.
ist nicht um, was du jetzt gemeint ist damit. Naja, Besessenheit ist ja noch keine Sünde in dem Sinne, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist ja nur eine Geisteskrankheit. Also de facto ist Eckes Charakter einfach nur geisteskrank. Richtig. Also ich heiße auch Dagobert Duck. Wir spielen um Geld. Ja, okay, das ist auch wieder richtig. Also, ist das? Ich weiß da schon mehr, ehrlich gesagt. Oho! Ich habe da schon so ein paar weitere Einblicke. Du hast Geld gekriegt, Minion. Nein, wenn du weitere Zahlungen erfangen möchtest, dann... Ich sag nur, es wäre ja wirklich ein Drama für den König, wenn das doch vielleicht irgendwie so in die Welt noch gerät. Ja, ich möchte es nur anmerken. So. Also ich sag's mal so, mein König hat eventuell einen schweren Fehler begangen, indem er mich da rausgeschmissen hat. Ich würde mal sagen, er ist ein Fehler. Ja, das sowieso. Er ist auch wirklich ein unwürdiger Herrscher. Das steht sogar dran. Er ist ein Fehler. Er wird als unwürdiger Herrscher geführt hier. Und außerdem, Ecke, ich finde es schrecklich, dass du mit jemandem verkehrst, der einen muffigen Hof hat. Passt eigentlich ganz gut. Das ist ja schrecklich. Blöd. Da. Ah, die muss noch gebaut. Naja. Du warst aber auch sehr, sehr glücklich geheiratet mit deiner Ehefrau. Muss man mal so festhalten. Das Schöne ist, dass ich gerade ein Mordkomplott plane. Keine Sorge, nicht gegen euch oder gegen irgendjemanden da in diesem Kreise. Aber das Lustige ist, dass derjenige, gegen den das Mordkomplott gerichtet ist, mir jetzt auch noch Geld zahlen muss, was ich in das Komplott gegen ihn verwende. Das ist herrlich. Da geht mir das Herz auf. Ah ja, definitiv. So, wenn er das Geld überreicht, so nach dem Motto, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Was ich weiß, dann wüsstest du alles, was du brauchst. Mhm. So schaut es nämlich aus. Na, hoffen wir mal, dass das hier gut läuft. Eieiei. Aber was hat der blöde Lehnsherz hier gemacht? Was soll das? Der hat da jetzt irgend so einen Deppen da reingenommen. Was ist, wenn ich den jetzt hier einfach ermorde? Das schaffe ich nicht mal. Wer ist das? Der ist halt einfach nur ein Baron. Muss man hoffentlich nicht verstehen, was hier geschehen ist. Wie lange hältst du noch durch? Noch 8 Monate, okay. Ob ich meinen König exkommunizieren lassen kann? Moment. Ja, das kann ich. Aber das Problem ist, ob ich das will. So, hier haben wir gleich einen. Dann könnte ich nämlich selber noch König von Frankreich werden, unter Umständen. Hey, Claro, danke dir für den Raid. Einen schönen guten Abend. Danke dir. Willkommen, Leute. Hier bei unserem Multiplayer, das Ding heißt Road to Richness. Wer wird der Reichste? Jemanden exkommuniziert, nämlich den Teufel von Frankreich. Recht so. Also, ich meine, ja. Der hat es ja auch verdient. Absolut. Hallöchen an Dragon Nobody, hallöchen auch an Fellrage. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich habe dich noch nie im Leben gesehen, aber wir spielen schon, mit Ecke, Coppeius, Gaius, Lalena und wie meiner wir wissen, Wenigkeit. Das Dogma der Unfehlbarkeit. Ja. Es ist ganz klar, dass das vollkommen richtig so ist. Ich hätte es nicht anders gemacht. Ja, also
Gott musste an dieser Stelle einfach eingreifen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Mhm. So, na also. Ah, der ist jetzt sehr, sehr ungehalten. Oh, Kacke. Der ist jetzt sehr, sehr ungehalten, aber das soll mir egal sein. Mächtige Vasallen verlangen nach Ratsposten. Ja, das machst jetzt du hier, mein... Oh, der hat 28 Diplomatie. Das ist radikal gut. Hm. Du hast sogar eine 20, Mann, krass. Das ist krass. Dankeschön übrigens, Radikal, für den Prime Sub im 15. Danke dir. Also, wir haben jetzt nochmal jetzt hier unser Reich so ein bisschen erweitert. Das ist jetzt hier alles Flandern. Das Problem ist bloß, jetzt gibt es hier eine Freiheitsfraktion. Ich sollte vielleicht, bevor die zu mächtig werden, dagegen vorgehen. Titel aberkennen. Ist aber ein Akt der Tyrannei. Kann ich irgendeinen von denen einkerkern? Nein. Der hat auch Tyrannei. Wir müssen also damit leben, dass die jetzt hier gleich rebellieren. Falls sie es irgendwann mal überhaupt tun. Ich meine, ich könnte jetzt König der Bretonen werden, aber ich möchte betonen, ich möchte nicht die bretonische Krone, sondern ich möchte eigentlich ihn hier haben. Unabhängigkeitskrieg, Ansprüche. Nee, also ich würde es tatsächlich als nächstes gerne Königreich Leon. Königreich Frankreich. Ein Anspruch auf das Königreich Frankreich. Ein Festmahl machen. Ich meine, für die Stimmung. Ja, sollte man vielleicht mal machen. Oder ein Mordfestmahl. Nein, das machen wir nicht. Hier in Brügge. Ehrengast. Es wird der da sein. Festmahl beginnen. Ich muss jetzt gucken, dass ich den irgendwie bezirzt bekomme, dass der nicht mehr so unhappy ist. Okay, warte, Sekunde. Wenn es wieder knirscht, dann versuche ich was dagegen zu machen. Und das ist nicht das Mikro, das knirscht, Leute. Das ist was anderes. Huch! Jetzt müsste es wieder gehen. Hoffentlich mal. Nee, eigentlich nicht. Also es kann auch sein, dass es eventuell manchmal einfach nur zeitlich irgendwann mal passiert. Mein liebster Warhammer 3 DLC ist, da gibt es eigentlich nur einen, das ist der mit den Chaos-Zwergen. Der ist halt einfach nur gut. Hellcookie, das ist der, also das ist einfach absolut der Beste. Das ist auch, ich würde mal sogar behaupten, insgesamt von allen DLCs, auch von Warhammer 1 bis 3, der Beste. Das ist einfach so tragisch, dass jetzt diese Qualität nicht gehalten wurde. Ich meine, Shadows of Chains ist kein Totalausfall, auch wenn manche Leute das glauben, aber es ist halt bei weitem nicht so gut wie Forge of the Chaos Dwarfs. Bei weitem nicht so gut. Ich kann keinen Krieg erklären, ne, währenddessen ich bei einer Aktivität bin. König Dagobert von Burgund ist der Verbündete. Also es wäre Ecke. Hm. Fast gar keine Männer.
Ich könnte halt auch nochmal einen richtig großen Herrscher als Partner brauchen. Spreewald. Graf von Spreewald. Aha. Der da. Mit seinen 460 Mann. Okay, das Fest beginnt. Oh nein, es ist passiert. Es ist tatsächlich passiert. Oh Gott, was ist passiert? Oh, ich werde angegriffen, ja, das ist nicht gut. Hat König Dagobert von Burgund exkommuniziert aufgrund seiner Fehlleitung im Glauben. Und ich möchte ja an dieser Stelle anmerken, dass ich nichts damit zu tun habe. Ich war es auch nicht. Ich habe meinen eigenen König exkommuniziert, aber das war's. Und trotzdem hat sich Burgund in Böhmen festgesetzt und hat sich genau dieses eine Stück einverleibt mit der Mine. Also es ist unfassbar. Das siehst du okay, vollkommen das ist falsch. Verrückt. Das Was? Darum gebeten. Und da Ordnung zu schaffen vom Kaiser. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, kann mir das vorstellen, da Ordnung zu schaffen für den Kaiser. Okay. Wie es bei mir im Chat auch gerade steht, Burgund wie so ein Geschwür. Das trifft es ziemlich gut, ja? Na. Das würde dem Krebsgeschwür nicht gerecht werden. Ich bin viel schlimmer. Okay. Das macht es jetzt nicht besser. Aber gut. Müsstest du nicht sagen quasi, dass das Krebsgeschwür an der Stelle einfach dadurch nicht beleidigt wird, weil du viel schlimmer bist? Oder so, ja. Was für eine Kernaussage, Herr, mehr Sinn machen. Das Exkommunizierte nervt jetzt natürlich schon irgendwie, ne? Du musst ein bisschen aufpassen jetzt, ne? Ja, ich bin gespannt, was das jetzt für dich bedeutet, weil sicher jetzt kein Zuckerschlecken. Schon eine Belastung, der ich gerne ausgewichen wäre. Verständlich, ja. Das hört sich irgendwie so an, als hättest du so einen Plan und bist in so 2 Sekunden nicht mehr exkommuniziert. Nee, das kannst du nicht so ohne weiteres machen. Das ist nicht so leicht, glaube ich, sich wieder in die Kirche zu begeben. Also ich glaube, das machen die Päpste sehr, sehr selten. Ja, jetzt ist halt erstmal dieser Krieg da, jetzt muss ich mich um diesen Krieg erstmal kümmern und dann kann ich mich um den anderen kümmern. Oh Gott, das sind schon einiges an Gegnern. Muss warten, bis meine Verbündeten da sind. Weil im Kern habe ich viel mehr Männer. Freiheitsfraktion tut sich auch noch auf. Wir werden wieder die Taktik fahren, die ich immer fahre. Nur Vasallen, die durch siebte Luft atmen, sind gute Vasallen. Ich erpresse nochmal meine Untertanen, wo wir gerade eben dabei sind. Was für ein Schutz vor dem Sturm? Also ich muss ja sagen, ich habe mich jetzt hier wirklich auch in einen Krieg verrannt, der jetzt schon Ewigkeiten dauert und dementsprechend sehr teuer ist. Das ist der Wahnsinn.
So, der soll jetzt mal damit hochkommen, dass wir eine Chance haben. Das ist wichtig. Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, dass jetzt hier meine Verbündeten mal alle endlich mal ankommen. Wo bleiben denn die letzten 2000 Mann? Irgendwo fehlen mir noch... Ach, da. Boah, die brauchen noch so lange. Was hat man davon, wenn man sich den Dogen von Italien als Verbündeten holt? So, komm mal her. Ja, jetzt müssen wir da drauf. Warum geht die KI? Die KI, ich hasse die KI manchmal. Es ist einfach nur schrecklich. Als Ratsmarschall, ja, meinetwegen. Das ist jetzt nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber jetzt bin ich Ratsmarschall von meinem eigenen König. Nicht, was ich mir gewünscht hätte zum Geburtstag. Okay, das hat uns schon mal auf 86% hochgebracht. Gucken wir mal. Warte mal, laufen da. Ja, wir besetzen jetzt halt einfach die einzelnen Gebiete, was soll's. Ich tausche jetzt hier meinen General aus. Ich nehme jetzt einen, der gut belagern kann. Und ab jetzt wird belagert. Und wir sind jetzt schon bei 68%. Dann. Gefangene können Lösegeld bringen. Das ist sogar ein sehr, sehr guter. Also es ist nicht mal von ihm selber, aber es ist ein sehr, sehr brauchbarer. Gebt mir das Geld. So, wir belagern. Die haben ganz schön Männer verloren. Ich habe jetzt 2700 Gold. Wie sieht es bei ihm aus? 2100, nicht schlecht. Ich weiß nicht, wo er das her hat, aber er hat's. Boah, 37 Dukaten. Nicht schlecht. Ecke, nicht schlecht. Naja, ich muss das gar nicht machen, Hawk, weil jetzt meine Vasallen alle im Knast landen. Wir stecken jetzt die Vasallen alle in den Knast. Das ist jetzt der neue Plan. Das wird auch funktionieren. Auf die eine oder andere Art. Aber du hast recht. Stimmt. Ich gehe jetzt auf heimische Angelegenheiten. Doch, du hast absolut recht. Heimische Angelegenheiten macht jetzt sogar mehr Sinn. Macht jetzt sogar mehr Sinn. Weil meine Beziehung zum König mir jetzt ja sowieso egal ist. Die Flämischen sind mir egal, die machen ja nicht viel. Die stellen ja nichts an. Das ist das Gute daran. So, noch 23 Tage. Und dann gibt's nochmal 23 Gold oben drauf. So, jetzt marschieren wir da runter und schlagen sie nochmal in der Schlacht. Wer ist denn jetzt schon wieder? Ist ein Ratskanzler von uns gegangen. Ungünstig. Ein Vormund für die Venna. Für was interessiert die sich? Für Diplomatie und Ränkespiel. Dann macht dieser Höfling das.
Gut. Die wollen jetzt hier fliehen. Das gönne ich denen. Wenn die jetzt hier fliehen wollen, werden wir jetzt einfach hier weiter belagern. Weil so gewinne ich das früher oder später auch. Da laufen jetzt endlich die 2600 Italiener rum in Spreewälder. Stellt diese Armee und beendet es. Das fände ich jetzt gut, wenn ihr das tun würdet. Das ist halt das große Problem, ne? Ich kann halt meinem... Oh, der König hat richtig in Truppen eingebüßt. Also man könnte jetzt wirklich... Oh König nein, werden. Was ist nur geschehen? Der Papst! Wie kann was das ist nur... Mit dem Papst? Was ist... Wie konnte das nur passieren? Ist der Papst gebrechlich geworden und eine Hexe? Oh je. Nein! Aber das Problem... Da muss ich mich mit meinem besten Freund mal genau unterhalten, was da passiert ist. Aber das große Problem, Ecke, ist doch, dass der Papst sich nicht selbst exkommunizieren wird. Richtig. Aber dein Glück ist ja, dass er schon gebrechlich ist, ne? Also... Wieso? Ich bin nicht mehr exkommuniziert. Ach so. Na, da haben wir geregelt. Geld regelt das. Kein Problem. Geld regelt das. Aha. Das ist so natürlich. Funktioniert das? Wäre eine Schande gewesen, wenn das jetzt so länger meinem Angriff anprangert. Das ist natürlich. Wir, die Goldschürf GmbH, muss natürlich gucken, dass wir natürlich clean bleiben. Die Goldschürf bleiben. GmbH. Okay. Gold- und Erzschürf GmbH. Mhm. Boah, diese Belagerung hier, ich sag's euch. Diese Bretonen sind aber auch überhaupt nicht dankbar, dass sie Flandern haben werden dürfen. Oh, es... Liebste Despotissa la Lenessa, das ist ein Zungenbrecher, muss ich wirklich sagen. Ja, das war beabsichtigt. Ich habe mich wirklich bemüht und es ist eine schmerzhafte Zurückweisung. Wir sind miteinander verwandt, steht da. Was? Wie bitte? Und ich liebe euch, steht da, auch. Doch nicht auf diese Weise. Was ist da passiert? Nur der Himmel weiß, was die Zukunft uns bringen wird. Ja, natürlich. Ich habe alles gegeben. Ich habe den Korb bekommen. Aber es ist ein schöner Korb. So mit verziert. Schöner Korb. Ja. Yeah. Ey, hier geht schon wieder wilde Sachen ab, ich sag's euch, Leute. Dein Charakter ist nicht kleinwüchsig, oder, Coppelius? Nein, das schaut nur so aus. Weil meine Tochter, die gerade auf die Welt kam, ist als Zwergin auf die Welt gekommen. Ach so, ich hab... Vielleicht doch? Oh. Nein, oh nein, ich glaube, mein bester Freund ist gerade gestorben, der Papst. Nein. Werde ich wirklich melancholisch. Tod den Hexen, sehr gut. Ja. Sagt der Hexer. Ecke, dir ist hoffentlich klar, dass du gerade eben meinem Verbündeten den Krieg erklärt hast und ich werde diesen Krieg kämpfen, alleine um dich zu vernichten. Mach das, Murp, mach das! Woo! Go, Murp, go, Murp! Vernichte ihn! Ich finde das schön lustig, dass der Chat hat gerade geschrieben, Tod den Sturmmänteln. Oh, falsches Spiel. Ja. Aber Ecke, du könntest aufgeben. Geht aber in die richtige Richtung. Ja, hätten im Norden dann an uns doch in Skandinavien niederlassen müssen. Ich habe gelesen, dass du ja begeisterte Liebhaberin von Finnland bist. Ja, das bin ich tatsächlich. Und wenn so einmal out of the box in dem Fall geredet, woher rührt das, wenn ich fragen darf? Oh Gott, soll ich jetzt wirklich beim Urschleim anfangen? In einem Satz zusammengefasst. Das ist nämlich die Schwierigkeit tatsächlich. Nee, ich kann es sogar in einem, in zwei Worten oder beziehungsweise einem Namen. Mika Häkkinen. Oh, okay. Formel 1 also. Okay. Und da ging das so los. Und das ging dann rüber noch zu Skispringen, zu Ahorn in Hautamäden, wie sie alle hießen. Und dann war ich halt irgendwann mal in dem Land selbst und habe mich da ein bisschen in das Land verliebt.
dann habe ich tatsächlich, war ich so verrückt und habe Fenistik studiert. Wow, noch nie gehört. Ja, das ist halt sowas wie Germanistik, halt bis ja, ja. Kultur und Sprache. Ja, ja. Und ich meine, ich finde nur die Bezeichnung sehr spannend, weil oftmals, dass ja dann irgendwie, zum Beispiel für, ich bin der orientiert, so was japanische Kulturen geht, das ist ja die Japanologie. Deswegen ist es witzig, dass das eben mit, wiederhol das bitte noch einmal. Fenistik. Fenistik? Ja, mit E. Fenistik. Fenistik, spannend. Ja, kannst du, glaube ich, auch, ich muss gerade überlegen, also zumindest zu meiner Zeit war das so, konntest du es nur in Köln oder Greifswald studieren. Und Greifswald hat natürlich von der Geschichte her echt viel so mit Sachen Nordeuropa zu tun. Das ist super spannend dort gewesen. Echt interessant. Ja. Und Geschichte auch. Also zwei, ich war der erste Bachelor, also erste Bachelor-Jahrgang und da war halt Fenistik und Geschichte waren meine. Schöne Kombination fand ich auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ergänzt sich natürlich das sehr gut, vor allem wenn man eine, Gottes Willen. Also sorry, ich bin nur gerade wieder, ich habe wieder ein neues Kind und es ist... Er erschreckt sich von deinem Kind. Es wird gefühlt, es wird mit jedem Kind, glaube ich, schlimmer, wirklich. Also es ist unfassbar. Also die Sache ist ja, vielleicht wissen das jetzt nicht alle. Einige werden es zumindest so wissen. Ich bin ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Deswegen bin ich ja schon einiges gewohnt, aber ich erschrecke mich immer wieder. Also, unfassbar einfach. Der Ludolf. Ich meine, bei diesen Eltern kann es nur gut werden. Ludolf ist gut. Die Inflatia, die falsch gedruckte, ist erwachsen. Schaut ja. Ecke holt sich jetzt panisch Bündnispartner, ich sehe schon. Da haben ein paar Kinder rumfliegen. Aber ich finde es gut, dass du Panik schiebst, nur weil ich das gesagt habe. Das heißt, ja, hat mich nur daran erinnert, wie fragil das alles sein kann. Das heißt, ich bin in deinem Kopf, Ecke. Ich bin in deinem Kopf. Ja. Da bleibst du frei. Da wohnst du mietfrei, genau. Und das finde ich völlig in Ordnung, dass ich in deinem Kopf wohne. Denn dann passt jemand auf, was du so treibst. Ich dachte, du wolltest ihn hier platt machen. Marschieren deine Truppen von dorthin? Ja, das Problem ist, ich habe eigentlich momentan immer noch so einen Vasallenkrieg an der Backe. Also danach kann ich mich vielleicht mal drum kümmern. Ich glaube, Ecke versucht immer noch einfach bloß meine Verbündeten zu schwächen, aber das gelingt ihm, glaube ich, nicht wirklich. Welche Verbündeten? Hast du Verbündete? Welche Verbündete hast du überhaupt? Ich habe genügend Verbündete. Das ist die Hälfte Teilnehmens, ja. Die können mir gar nicht den Krieg erklären. Das ist ja easy. So. Das stört mich alles gar nicht. So. Ah, ist ein unnötiger Krieg. Ist einfach ein unnötiger Krieg. Ach so. Nee, den lassen wir nicht frei. Ab jetzt werden wir alles, was wir haben, behalten im Knast. Ich sag's euch.
drei Monate. Dann haben wir hoffentlich diesen Krieg hinter uns. Der war ätzend. Wenn das jetzt halt hier nicht reicht, dann muss ich halt nochmal auf die Jagd nach irgendwelchen feindlichen Generälen gehen. Warte mal, ich kann hier nochmal ganz kurz einen anderen General reinnehmen. Für mehr Boni auf Belagerung, genau. Das wäre gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Mein Radspitzel ist tot. Ist nicht gut, dass der mich nicht mag. Sagen wir, wie es ist. Befehlshaber ausbilden. So. Haben wir das jetzt hier gleich mal? Immer noch 19 Tage. Also mein Plan wäre es ja immer noch, König von Frankreich zu werden, wenn das noch hinhaut, aber na also, ab in den Knast mit euch. So, jetzt sind die miesen Heckenpenner im Knast. Und jetzt gehe ich da noch hin und kann hier nochmal ein bisschen rumbelagern. Also, du wirst ich kann ihm leider nicht die Titel aberkennen. Aber ich kann ihm verbannen. Verbannen und Ansprüche ja. Ich kann machen, dass er die Ansprüche verliert. Einfach die Ansprüche abschwören. Oder einfach nur verbannen. Ja, ich verbanne ihn. Ich hau ihn weg. Ich hau den Typen weg hier. Der hier hasst mich gar nicht so sehr, da verlange ich Lösegeld. Der hat kein Geld. Freilassung verhandeln. Verbannen. Petition in den Lehnsherren machen wir nicht. Was kann ich von dem hier Geld bekommen? Der ist jetzt auch weg. Löst ein paar Probleme, wenn die weg sind. Hier muss ich jetzt wieder die öffentliche Ordnung nach oben pushen. So, jetzt habe ich schon über 4000 Gold. 2200 für ihn. Eck hat 2800. Copy hat 259. Ja gut. 209. Also ich bin momentan immer noch unangefochten vorne, ne? Ich bin unangefochten vorne. Gutes Nächte, Ventris. Fun Fact, ich kann hier die Belagerung gar nicht führen. Weil ich nicht genügend Truppen habe. Interessant. Das ist ja mal was Neues. Die Verteidigung von der Grafschaft von Ruhen ist so gut, dass ich... Hä, hey, das hat doch gar keinen Sinn, der hat 500 Mann da drin. Auch hier habe ich nicht genügend Truppen. Ich habe nicht genügend Truppen. Naja, nach Hause und auffrischen. Mich wundert das gerade eben bloß. Also, wie gesagt, jetzt hier kurz mal auffrischen. Das dauert kurz ein bisschen.
auch noch Krieg jetzt hier mit König Dagobert. Frischen die sich überhaupt auf? Ich bin mir gerade eben nicht sicher. Nee, die frischen sich gerade nicht wirklich auf. Ich glaube, ich abandone kurz noch meine Truppen. Einfach um Geld zu sparen. Der Krieg ist eh gleich rum. Ecke spielt halt paid the map, ne? Selbst dieses scheiß Komplott fliegt auf. Wow, was für ein Mist. Ja, dann breche ich es ab. Ich wollte doch bloß ein Druckmittel fingieren gegen Ecke. Ja, 100 Truppen sind mir egal. Mir geht es gerade eben ums Geld, Leute. Mir geht es eher darum, dass ich jetzt hier Geld sammle und dann vielleicht am Ende sogar noch hier den französischen Thron mir holen kann. Das wäre viel wichtiger. So, der Bub ist jetzt 13. Grafschaft von Varobas. Gott, es gibt einfach keine guten Heiratsmaterialien hier gerade eben. Die sind einfach alle abgegrast. Gibt's hier vielleicht noch was? Grafschaft von Augsburg. Ja, das kann man vielleicht noch machen für weitere 1000 Mann. Für weitere 1000 Mann geht das. Jetzt warte ich nur ganz kurz darauf, bis das durch ist. Sehr gut. Dann. Ach, das war dumm. Nee. Augsburg? Okay, ist alles gut. Der gehört zu was anderem. Ich dachte schon ganz kurz. Hä? Habe ich überhaupt noch jetzt genügend wie viele Verbündete habe ich überhaupt noch? Ja, ja, Ecke hat das gewonnen. Soll mir recht sein. Ecke hat das gewonnen, soll mir recht sein. Ist mir auch völlig egal. Wenn er unbedingt das haben will. Boah, Ecke macht schon richtig Kohle jetzt. Der macht jetzt schon richtig Kohle. Kann gut sein, dass er mich noch überholt, aber... Ja. Er hat es halt auch, sag ich es mal, möglich gehabt, sich die ganzen Dinger zu holen. Ne? Wie hier oben, nicht so leicht. Das ist die große Preisfrage. Wenn ich jetzt ihm den Krieg erkläre, sind wir ungefähr gleich stark wegen Ecke. Da muss ich noch irgendwie was bewegen. 1760. Heirat arrangieren mit meinem Sohn. Gaius. Verehrter Gaius. Hallo? Funktioniert Discord noch, oder was ist jetzt hier los? Ja, doch, ja, doch, doch, alles gut. Okay, weil keiner reagiert. Ja, ich tut mir leid. Aber Gaius, bist du da? Hallo? Hallo, 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 hallo. Gaius. Wir kabeln nach Gaius. Oder das Mikro anmachen, Gaius. Oh ja, das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Stimmt. Könnte helfen, ja. Okay, Gaius hat Stuhl TV, okay, alles klar. Ah, okay, ja, das ist
Das erklärt's. Danke, das erklärt's. Danke, danke. Danke, danke. Übrigens, Fun Fact: Mein Stuhl wurde ja auch mal getauft von meinem, von meiner Community und der heißt tatsächlich La Stulius Caesar. Ah. Das fand ich so gut. Tadam. Das war wirklich gut. Es war halt wirklich in der Crusader Kings 3 Phase, wo ich halt wirklich fast jeden Stream Crusader Kings 3 gespielt habe und da kam das halt so und da fand ich, das hat halt super gepasst. Why not? Julius Caesar. Ja, ist durchaus kreativ. Fand ich auch gut. Sag mal, ich sehe doch jetzt schon, dass dein Charakter Copy seinen Lümmel in meiner Frau hier hatte, oder? Das sehe ich doch jetzt schon. Da sagt er nichts zu. Der Chat schlägt gerade vor, man muss einfach so laut ins Mikro schreien, dass der Mute-Button einfach keine Chance hat. Copy, ganz im Ernst, ich sehe doch jetzt schon, dass dein Charakter seinen Lümmel in der Ehefrau meines Charakters hatte. Hallo? Mörb, Moment. Jetzt bin ich jetzt aber gespannt. Welches Kind meinst du? Ah, nee, vergiss es. Nee, vergiss es. Alles gut. Also, ich dachte, du wärst auch kleinwüchsig. Wirklich, also das sagt mehr über dich und deine Beziehung aus, als tatsächlich jetzt über mich und meine Bestrebungen in diesem Spiel. Also, nee, das war gerade ein Missverständnis. Missverständnis nennt sich das. Ich glaube, du solltest dann mal ein klärendes Gespräch mit deiner Frau vielleicht führen. Es sind ja keine Köpfe gerollt, okay? Es sind noch alle am Leben. Vielleicht ein bisschen ausgepeitscht. Vielleicht ein bisschen ärmer. Aber niemand wurde getötet. Ein Wahnsinn. Ja, ich find's auch Wahnsinn, was hier passiert. Wolltet ihr was von mir? Ja, ich wollte was von dir. Ah, entschuldige, ich war tatsächlich kurz eine Minute mal ums Eck. Und zwar, ich wollte dir das hier vorschlagen. Einfach aus strategischen Gründen. Ah ja, das, ja. Finde ich sehr gut. Und ich weiß ja nicht, was du so vorhast, aber es würde sich auszahlen im Hinblick auf dessen, was wir, also was du rechts von dir am Mittelmeer so passieren siehst, wenn du da mitmachst, Zwinker, Zwinker. Die Frage ist, wie stark es sich auszahlt. Naja, also erstmal würde er nicht gewinnen, ne? Bisher hast du noch das meiste Geld, Kollege. Ich weiß, wer dann gewinnt. Also ich wollte gerade sagen, also lass dich hier nicht instrumentalisieren von Merv. Naja, ich habe ja schon gewisse Interessen. Wir müssen uns einfach nur handelseinig werden. Aber du musst es von der Seite sehen, dass ich im Gegensatz zu Eckel nicht die Welt anzünde für das, was er hier versucht zu erreichen. Hä? Ich ordne die Welt. Bitte? Du ordnest die Welt, genau. Am Arsch die Räuber, du hast dir die Welt angezündet. Das ist ganz schön dreist, diese Vorwürfe. Du warst sogar exkommuniziert. Du bist sogar entehrt. Man muss sich mal klar machen, dieser Mann ist entehrt und wagt es, in der Gegenwart von Lords zu sprechen. Ich war exkommuniziert, sehr richtig. Du bist immer noch entehrt. Das bist du immer noch. Ja, das ist mir doch egal. Ja, das, so siehst du aus, dass es dir egal ist. Das glaube ich dir sogar sofort. Also, ich sag mal so, macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Also, soweit ich das sehe, hast du jetzt aber noch nicht so viele starke Bündnispartner. Hast du mal gesehen, was Eckel so für Bündnisse hat? Ja, Ich weiß. Ja? Aber mir geht's gar nicht so sehr um Ecke. Mich nervt's, dass Ecke ein Bündnis mit meinem Lehnsherrn hat, der ein fieser Teufel ist. Ja, richtig. Teufel unterstützen sich gegenseitig gerne. Das ist... Du kannst natürlich, also, Möb, wieso redest du denn mit Gaius, wenn du mit mir reden kannst, wenn ich das Problem bin? Also, da ist es irgendwie... Ich kenne dich und... Du hast ja Geldmittel. Ich kenne dich und du bist einfach kein zugänglicher Mensch. Du hast eigentlich, ich bin besessen für Geld und Gold, alles was glänzt. Ist Silber, jeder Penny, den sammle ich auf, egal wie klein er ist. Also du kannst natürlich mit mir reden und da werden wir bestimmt eine Lösung finden. Finanzieller Natur natürlich. Ja, ich denke darüber nach, wie ich das mache.
Das Problem ist bloß, dir muss einfach da klar sein, dass Gold jetzt natürlich nicht so die Lösung sein kann in dieser Diskussion. Also für mich ist das eine sehr gute Lösung in dieser Diskussion. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es für dich eine gute Lösung ist. Damit habe ich gerechnet. Ne, das ist ja Quatsch. Da sind ja wieder Quatschsachen am Start, ey, okay. Ne, also, wir machen das jetzt folgendermaßen, Leute. Wir morgen Mörp, was ist eigentlich, wenn, ich meine, wenn du jetzt das Eckel angreifen wollen würdest, dann würdest du den Kaiser angreifen. Könnten dann überhaupt Ex-Verbündete dazukommen oder nur die des Kaisers? Nee, da können nur die des Kaisers dazukommen. Also ich kann natürlich jederzeit den Kaiser den Krieg erklären. Und ich bin mächtiger als er. Also ich könnte Kaiser... dass auch dann nur die Verbündeten des Kaisers sein müssten. Also ich könnte natürlich tatsächlich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden und Ecke dann einfach einkerkern. Aber der würde es nicht mit sich machen lassen, hätte man einen großen Bürgerkrieg. Aber das ist eigentlich gar nicht mein Plan. Ich will eigentlich gar nicht so große Brötchen backen. Nur um Ecke aufzuhalten. Also, ich will eigentlich gar nicht so große Brötchen backen, Gaius. Ich weiß gar nicht, ob du das gehört hast. Nur um Ecke aufzuhalten. Hallo? Habt ihr gehört, was ich gesagt hatte? Nicht wahrscheinlich, oder? Nee, du warst die ganze Zeit gemutet. Okay, ja, aber das hat, mich schon das gewundert. Da hat das Entmuten nicht geklappt. Ich will eigentlich gar nicht so große Brötchen backen, nur um Ecke aufzuhalten. Ganz im Ernst, das ist mir die Situation einfach gar nicht wert. Das ist einfach der springende Punkt. Eigentlich will ich hier oben theoretisch ein kleiner Flanderner bleiben, wenn es möglich ist. Bündnis mit dem Kaiser, ja. Nee, ich will kein Bündnis mit dem Kaiser. Nein, Ecke hat gerade ein Bündnis mit dem Kaiser noch gemacht vom Heiligen Römischen Reich. Ja, das hatte ich, aber es bringt ja euch, mir nichts, wenn ihr mich angreift. Nee, das bringt in dem Fall gar nichts. So, also das ist... Ja, aber ich meine nur, ich sag mal so, sollte der Kaiser sterben und irgendwie ein schwacher Kaiser nachkommt, das kommt ja öfter mal vor, dass dann plötzlich ein Kaiser irgendwie plötzlich mal kurze Zeit nur 500 Truppen hat, dann gibt es Möglichkeiten. Ja, ich weiß. Und ich sag mal so, jemand, der noch so im Heiligen Römischen Reich ist und der durchaus sich vielleicht mit den Feinheiten auskennt, jemanden vielleicht umzubringen. Flandern ist desynchron. Oh, bei mir ist auch irgendwas. Ja, oh je. Ich glaube, uns haut es wahrscheinlich jetzt alle raus. Nee, nur Mörb, okay. Willst du okay, dann versuche ich mal wieder reinzukommen. Genau. Ja. Okay, warten wir jetzt einfach an der Stelle? Ja, genau. Ja, wir warten kurz. Okay, ohne, und dann ohne diesen Spieler fortsetzen klicken. Genau, nicht Spiel beenden, ansonsten geht ihr auch raus. Hoffen wir mal, dass es geht. Aber dass diese Synchronität immer noch ein Ding ist, nach all der Zeit. Das ist schlimmer geworden, Mörb, durch das letzte DLC mit den ganzen Reisen und so weiter. Die Multiplayer-Stabilität. Genau. Ah, yes. Das Problem ist, leider. Dass man es halt nicht mal, wenn man das DLC ausstellt, dann das Problem nicht behoben hat, weil die Reisen und so weiter ja Patch-Inhalt waren. Ja, stimmt, das war Patch sogar. Das heißt, es ist halt der Patch gewesen und das ist halt richtig tödlich für jeden Multiplayer. Ja. Also ich sag's mal so, insgesamt, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ist ja der Tours in Tournaments DLC halt leider ein Bärendienst für große Multiplayer, ne? Das ist halt das große Problem. Ja, leider. Also dann könnte es ja höchstens einen, das ist das Einzige, wo ich mir das vorstellen kann, wäre halt dann, so wie wir es halt damals mit Jules gemacht haben, so einen mega großen Multiplayer, wo du halt auf 1 spielst. Aber auch das ist ja doof, weil du dann theoretisch eigentlich nur dann mit jemandem reden kannst, wenn du gerade bei ihm bist. Wenn du es ernst nimmst, ne? Ja, genau. Nee, das ist ja auch keine Lösung. Ich hole mir mal schnell was zu trinken. Jo. Mhm. Ja. Mach das. Ich meine bloß, wenn du es ernst nimmst. Kurze Pause machen, also kurz auf Toilette gehen und so weiter. Ja, mach mal eine kurze Pause. Gute Idee. Bis gleich. Nachdem ich das ja gemacht habe, während man mit mir sprechen wollte, halte ich die Stellung. Chat, ich bin mal kurz weg, sofort wieder da. Erstmal Olli, danke für den Raid nochmal, ne? Grüße gehen raus. Und Ecke labert es einfach rein, du kannst dich auch muten, ne? Oh, hoppala, tut mir leid, ich dachte, wir gemutet. Der Mute-Button scheint heute ein Problem zu sein bei allen. Ja, der Mute-Button ist heute... mal in die eine, mal in die andere Richtung will er nicht. Richtig. Also bei mir steht die ganze Zeit dran, initialisiere Spiel.
Aber das hat ja nichts zu bedeuten, ne? Ja, das kann durchaus eine Zeit dauern, Merp, tatsächlich, dieses Initialisierungsspiel. Also das lädt dann rein währenddessen. Das kann auch mal 3-4 Minuten dauern, wenn es blöd läuft. Oder länger. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ja. Stimmt, Hawk, du hast recht. Ich sollte mal nach Bündnis machen. Ich habe schon wieder ein Problem mit meiner Kamera, dass ich wieder unscharf bin. Irgendwie, ich weiß nicht. In letzter Zeit immer öfter. Ich würde an deiner Stelle einfach so sagen, Gaius, wenn sowas passiert, nein, ich bin nicht unscharf, die Kamera ist nicht unscharf, ich sehe ihn echt auch so aus. Und dann holst du dir einfach Bestätigung von ein, zwei Leuten, die das dann bestätigen. Genau, ist auch eine gute Idee. Einfach mal, weiß ich, aus einer Not eine Tugend machen oder einen Witz. Ja, zumindest. Genau. Oder ich sage, ich will nicht erkannt werden in der Öffentlichkeit. Ne, ich habe das extra so gemacht. Genau, ich werde nicht erkannt. Ich habe mich extra verschwommen gemacht. Ich habe so einen angeborenen Milchglaseffekt. Ja, genau. So, immerhin hat sich das Bild gewechselt. Das heißt, ah ja, ich komme rein. Beginnen. I'm back in the house. Sehr cool. Ausgezeichnet. Sehr schön. Ausgezeichnet. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Noch 6 Monate, okay. Noch 6 Monate. Ach, jetzt ist sie wieder scharf. Die Kamera. Achso, danke. Hilft's. Ich wollte schon Danke sagen. So. Wie läuft's eigentlich bei dir in Byzanz? Lalena. Der Mantel des Schweigens ist über. Okay. Ich verstehe. Aber wie gesagt, mir macht es trotzdem sehr viel Spaß, mit euch zu spielen. Das ist doch schön. Ich habe heute schon bei Wreckfest alle abgezogen. Das hat mir gereicht. Das ist alles einmal alle abziehen gut. Reicht, ja. Ja, okay, das verstehe. Reicht für den Tag. Sobald ich König von Frankreich bin, Leute. Ich habe gesehen, ihr habt auch noch so ein Quiz gemacht, Ecke des Gebiets da unten wegnehmen, ja, weil ich da nämlich die Ansprüche tolle, drauf habe. Gästinnen. Ich hatte die Nina, die Insania, die Impusselli, Lilly Schote, Shigi war dabei, Delilah. Also es war richtig cool, so Jeopardy-mäßig mit Quiz und war richtig cool. Oh, cool. Also cool. Sally ja, so Quiz, ist ja Quiz finde ich auch immer gut, ja. Also die hat ja ein Wissen, das war der Wahnsinn. Nee, also und die waren so begeistert, dass sie gesagt haben, hey, das könnt ihr öfter machen. Und, ja, so ein Quiz gesagt, ist ganz spannend. Ja, wieso nicht? Und dann immer mal, vielleicht sitzt ihr auch irgendwann dann mal auf den Quizstühlen. Ja, so Geschichtskategorien, Serienkategorien, da würde ich mich sehen bei also den beiden Sachen. Geschichte zum Beispiel war auch mit dabei. Als eine Kategorie. Geschichte, Politik, Geografie. Da würde ich euch sehen. Oh, schön. Eigentlich. Ja. Sehr gut. So, sind also mich kriegst du nur bei naturwissenschaftlichem Kram. Ja, sind wir wieder da. Ja, ich glaube, wir können dann weitermachen, okay? Okay. Ja, dann los geht's. Entschuldigung. So, hoffen wir mal auf das Beste, dass es jetzt nicht gleich wieder crasht oder so, ne? Ja, hoffen sollte eigentlich nicht. Sieht aber ganz gut aus jetzt. Ich meine, ich bin ja schon mal froh, dass jetzt so mit 5 Leuten es trotzdem jetzt stabil läuft. Dass wir jetzt einen D-Sync hatten, ja, kann man verkraften. An einem Abend. Machen wir nochmal ein Fest mal. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Okay, der ist jetzt abgehauen. Okay, ich habe jetzt gerade ein Event mit 80%iger Chance, dass ich sterbe. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ich glaube, ich kann irgendwo hinabstürzen. Okay, das klingt aber nicht so gut. Mein Kopf prallt gegen etwas Hartes und betäubt mich. Entweder ich werde verschont fürs Erste oder ich sterbe jetzt. Alter, wieso? Woher? Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass ich Anspannungsstufe 3 habe. Könnte ich dazu beigetragen haben. Also bist du jetzt gestorben, oder was? Ja, bringt mir 30% mehr Geld als. Schade, ey. Also du bist jetzt gestorben, oder wie, oder was? Nee, ich habe mein Event da. Ich will noch nicht klicken. Ich traue mich noch nicht zu klicken, aber es wird ja gleich auch theoretisch automatisch geklickt werden nach einer gewissen Zeit, oder?
Deswegen, ja, ja, wird hier wahrscheinlich Euro Dinero gleich an die Macht kommen. Euro Dinero. Oh, ja, mit seiner Schwester Lira Dinero und Pfundi Dinero. Muss ja alles seine Richtigkeit haben in der Familie Dinero. Alles klar. Oh Gott, 80 zu 20, das sind keine guten Chancen. Ob ich einmal Glück habe. 80, du bist schon tot quasi. Ja, ich wollte gerade sagen, die Paradoxwahrscheinlichkeit. Oh nein, ich will ihn noch einmal anschauen. Er ist doch. Oh, er hat auch noch den Beinamen Herzog Rey mit der Strähne von Barcelona. Dinero. Oh. Ein Pilgermann, ein Jäger, loyal und ein Poet. Und gleich tot. Tragisch. Weil jetzt habe ich auch ganz oder in Ordnung Geld verdient mit ihm. Das wird sich jetzt gleich ändern. Also ich bin nicht in euren Größen unterwegs, aber ich habe endlich mal 20 Gold pro Runde. Und ich bin tot. Ah, das ist das war nicht so klar. Gut. Aber das muss ich dir nicht selbst, das muss ich dir ja nicht sagen, dass es nicht gut ist. Jetzt mache ich keine 20 Gold, jetzt mache ich 1,1 Gold. Das heißt, was? De facto bist du jetzt erstmal aus dem Rennen, willst du damit sagen? Wie kann denn das sein? Oh Mann. Oder ist das jetzt irgendwie noch ein Bug? Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich so wenig Gold nur verdiene. Naja, das kommt total drauf an. Warte mal, ich schaue mir das mal gerade eben mal an. Ja, du hast halt einfach einen beschissenen Verwaltungswert. Fangen wir damit schon mal an. Das stimmt. Wobei, du machst doch immer noch 7,4. Jetzt ist es gerade hochgesprungen. Es waren gerade noch 1. Ja, das ist, glaube ich, der Übergangs. Der Monatstick wahrscheinlich. Aber trotzdem, von 20 auf 7 ist trotzdem hart. Ja. Aber immerhin habe ich nicht, ich sag mal, nur auf die Zukunft gebaut und investiert, sondern auch mein Geld ein bisschen wenigstens schon meinem Sohn vererbt. Dass ich nicht bei Null anfange oder so. Mhm. Also Platz, naja, schauen wir mal. Es wird auch Platz 3 eventuell noch interessant. Mal gucken. Schade, schade, schade. Ich kann es nicht nochmal ändern. Aber immerhin ist das durchgegangen. Ich habe den König den König getötet. Ich brauche Prestige, Leute. Ich brauche dringend Prestige. Das ist mein Problem. Ein schwaches Druckmittel. Aha, aber was bringt mir das? Das bringt mir leider gar nichts. Das bringt mir nichts. Oh doch, Zahlungsaufforderung, geil. Ja, ich bin wieder Ratsverwalter, oh Gott sei Dank. Ich bin wieder Ratsverwalter geworden. Okay, Eckert ist einfach schon fast 5000 Gold. Eckert einfach 5000 Gold. Also Eckert hat mich jetzt übrigens um Längen überholt, was das Geld angeht, Leute. Na, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich will das gar nicht wissen, ich will nicht vorher aufhören. Längen Säcke. Um Säcke. Um Säcke. Okay. Ecke um Säcke? Eckert hat um Säcke mich überholt, genau. Kann man so sehen. Eieiei. Oh, meine Truppenzahl hat gerade so eine schöne Nummer angenommen. 1492. Oh. Ich liebe sowas. Hatten zum Beispiel, stimmt, heute hatten wir ja, war das Geschichte oder Welt? Ich glaube, in Geschichte war halt wirklich die Frage, welcher Europäer zuerst den amerikanischen Kontinent betreten hat. Fand ich zum Beispiel ganz lustig. Und sie haben es gewusst. Sie haben es gewusst. Komm, das muss mal klappen, dass ich jetzt ein Druckmittel gegen ihn kriege und dann am Ende dann von ihm noch Kohle abgreife.
Kann doch wohl nicht wahr sein, dass der jedes Mal davonkommt mit seinem beschissenen Ränkespielwert hier. Ich meine, so gut ist seine Verteidigung nicht. Komplott unterstützen mache ich jetzt hier mal. Genau, ja, ja, mache ich schon, Leute. Bin ich gerade auch drauf gekommen, dass es eine Idee sein könnte. Oh. Hat das Spiel zu schnell für mich entschieden. So, Prestige eingesackt. Jetzt habe ich einen Rivalen mir geholt. Ja, gut, irgendwas ist ja immer. Copy, rückst du meine Frau wieder raus? Ah, ich weiß nichts. Copy, ich leg noch einen drauf. Was legst du denn drauf? Hä, ich kann dir kein Geschenk geben. Mit einem Geschenk? Ich weiß ja nicht, wie viel Geld das ist. Du kriegst ja schon ein paar Münzen alleine für die Holde Maid. Und dann gebe ich dir zwei Geschenke, okay? Das ist ja aber echt nicht viel, muss man sagen. Wie? Naja, seien wir uns ehrlich, es geht doch um deine Frau. Ja. Du, ich kann eine neue nehmen, ne? Das ist jetzt nicht das Ding. Das habe ich befürchtet. Ich nehme extra stehen noch drei. Ich nehme eine weg dann. Ah, in Crusader Kings 3? Ah, das ist. Ich meine das, natürlich nur so wie in Crusader Kings. Natürlich, in Crusader Kings 3. Es ist schon bitter, muss ich sagen. Okay, mein General ist deutlich besser als einer. Ich meine, ihr gefällt es eigentlich schon sehr bei mir da am Hof. Glaube ich dir, aber ich hätte sie ganz gerne wieder. Aber ich verliere das, scheiße. Ich muss noch kurz überlegen. Ich werde noch kurz überlegen, was wir da machen. Ich meine, dass du allein die Tatsache, dass das Lösegeld gerade mal 100 Münzen betrifft, das ist halt schon irgendwie enttäuschend. Aber einmal 100 Münzen für das Auslösen und dann ein sehr nettes Geldgeschenk und dann können wir drüber reden. Das war knapp, Leute. Was sagen wir dazu? Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Wenn ich jetzt den König gefangen nehme, ist es schon vorbei. Ich werde gerade zerlegt. Na ja, gut, ausnahmsweise. Nee. Dann, das ist eine kleine Rache muss ja dann schon da sein, ne? Ach so, das ist der König von Burgund! Das ist mir jetzt in diesem Moment nicht aufgefallen, ja, ne? Ja, wenn sie mir schon die Dame klauen, dann haben sie auch nicht die Frechheit, mit ihrer Armee durch mein Lande reinzulaufen. Bin ich ja nicht einmal. Doch, bin ich oben drüber. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, frech. Frech. Ja, genau, richtig. Frech. Ich glaube, die muss gleich noch einmal, glaube ich, zu uns an den Hof kommen. Der hat sie eigentlich ganz gut gefallen. Hm? Ach, kann ich gar nicht. Lustig, dass ich das nur einmal. Ja, dann vielleicht ein Mordkomplott. Ah, was? Hüte dich. Belagert Paris. Sehr frech. Und vor allem so gemanagt, so, dass ich gerade rechtzeitig noch das Geld, also die Freilassung, bestätigt habe. Wenn ich das später gesehen hätte, oder früher gesehen hätte, dann hättest du deine Gattin sehr wohl zurückbekommen. Aber 1200 kommen hier noch, 1800 in einem anderen Zustand. Gott sei Dank.
Ist ja alles gut meine Frau bekommt jetzt nicht noch was geschenkt. Das sagst du, ja? So weit kommt's noch. Muss, by the way, ne, Merp hat mich bereits wieder überholt, ne? Und der hat das ja ganz groß angekündigt gehabt. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil du wieder Geld zum Fenster rausgeschmissen hast. Zum Fenster? Ich habe zu viele Fenster. Dein Einkommen ist doppelt so groß wie meins. Ja, das ist immer, aber wir immer auf den Ausgaben. Das ist so eine Taktik, so als Erstplatzierter auf den Zweitplatzierten zeigen, so weil der einmal kurz die Sekunde vorgelassen wurde, sondern hey, guck mal, der ist vor mir. Ja, ja, ich keuche hier und ecke so auf seinem Elektromoped. Hey, der bescheißt, der ist schneller als ich. Ja, woher kommt das Elektromoped jetzt bitte? Ich wollte nur sagen, ich renne und er hat ein Elektrofahrzeug, auf dem er sitzt und sich zurücklehnt und auf mich zeigt, weil ich kurz in der Nase vorne bin. Ah, okay. Wenn du 1000 Gold, die du vorne bist, ne? Also. Ist ja nicht so, als wäre das Peanuts. Was hast du mit 1000 Gold gemacht? Du bist 1000 Gold vor mir. Du warst gerade. Da hast du nochmal 500 irgendwo rausgeschmissen. Na, ich. Versprechen müssen ja eingehalten werden, ne? Das ist. Ja. Das ist aber eine. Das ist aber bitter, dass ich jetzt gerade eben diesen Trade bekomme. Es ist nicht so richtig passend, dass ich jetzt den Trade loyal bekomme. Hi Bavanokwa, grüß dich. Willkommen. Schönen guten Abend hier bei der Road to Richness, einem kleinen Fun-Event zum Geburtstag von Lalena. Okay, Moment. Wir können jetzt Garnisonsgröße. Ja, wir machen jetzt den Architekt. Oder Administrator? Ne, wir machen den Administrator. Ich brauche keine Amme mehr. Wo ist eigentlich der französische König? Ach, der französische König belagert gerade eben da drüben. Soll mir recht sein. Ja, ja, der baut seine. Achso, der baut seine Minen aus. Ja, ja. Der baut seine Minen aus. Das ist auch ein verdammt guter Grund, wieso man auf einmal so viel Geld macht. Ich habe mich vielleicht ein bisschen verrechnet. Ich hätte vielleicht am Anfang noch ein bisschen mehr machen sollen. Bezüglich Einkommen. Also ein bisschen mehr importieren. Ein bisschen mehr investieren. Aber jetzt ist es eh schon zu spät. In den letzten 40 Minuten geht es mir jetzt eigentlich nur noch darum, jetzt hier im Zweifelsfall kurz nochmal König von Frankreich zu sein. Und da vielleicht nochmal ein bisschen Geld rausschlagen zu können. Weil viel mehr werde ich nicht mehr hinwuppen können. In dem Gesamtzusammenhang. Aber die Eroberung von Paris ist auf jeden Fall wichtig. Stimmung bringt 3,4 Belagerungsfortschritt und 16 Verluste pro Tag. 3,4 Belagerungsfortschritt. Das ist keine gute Rechnung für uns. Nee, das sitzen wir lieber einfach aus, bevor ich zu viele Männer verliere. Weil irgendwann habe ich nicht mehr genügend Männer. Es darf doch wohl nicht wahr sein, wie oft dieses scheiß Komplott auffliegt. Es darf doch einfach nicht wahr sein. Wisst ihr, ich will doch einfach nur ein Druckmittel haben. Ich will ihn ja nicht mal irgendwie was nachhaltig Böses, sondern einfach nur ein Druckmittel, dass ich von ihm Geld verlangen kann. Also dieses System, dieses Ränkespielsystem in diesem Spiel funktioniert einfach immer noch nicht gut. Es funktioniert einfach nicht. Das ist für mich eines der größten Schwachstellen an Crusader Kings. Aber von Beginn an. Genau, also ich könnte eine Steuerreise machen dann. Richtig, ganz genau. Also am Ende dann nochmal eine Steuerreise. Captain Lucy, Dankeschön für den Resub im 20. Willkommen.
Also ich glaube, wenn Paris fällt, haben wir es eigentlich schon weitgehend. Da kann der hier versuchen, noch so viel wie er will dagegen zu belagern. Ich habe nicht vor, Geld zu verlieren. Danke, Spiel. Ich packe jetzt nochmal hier einen Belagerungsfachmann rein, damit es hier nochmal ein bisschen schneller geht. Einer meiner Söhne erlernt eine Sprache, das ist gut. Tatsächlich glaube ich, dass es ganz witzig wäre, mal so einen Wettbewerb zu machen, so nach dem Motto, nicht wert am meisten Geld, weil das ist einfach viel zu billig zu machen, wie ihr seht. Sondern wer bekommt wer erreicht mit seinem Charakter die höchste Prestigestufe, wer hat am meisten Prestige? Also der prestigeträchtigste, das wäre doch mal was Cooles. Gesetz wäre es, glaube ich, ne? Ne, oder? Sippe, Ruhm. Gelehrsamkeit, nein. Verschlagenheit, Aktivitäten, Bräuche. Ja, Gesetz. Wir gehen auf Gesetz. Größtenteils gerecht sind wir wohl. Hoffen wir es mal, dass wir das sind. 93%. Helfen wir mal hier nochmal mit. Damit das ist aber ein sehr spannender Krieg, den du hier gerade führst, Mörb. Ja, können wir am Ende doch nochmal die Nase nach vorne bringen? Nee, also das holt mir nicht die Nase nach vorne tatsächlich. Na, schauen wir mal. Was du dann halt für Möglichkeiten hast, musst du bedenken. Ja, die Möglichkeiten, das ist der springende Punkt. Ja, ja, die Möglichkeiten noch in 35 Minuten, da kann schon einiges kommen noch. Ja, unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Also eigentlich mache ich das nur aus einem einzigen Grund, weil mir der Vorgänger auf den Sack gegangen ist. Und ich eigentlich nichts zu tun habe hier, nur um aufs Geld zu warten. Das ist der einzige Grund. Ah, ich habe jetzt erstmal wieder einen Bauern auf Land. Also mein Land beschäftigt mich genug. Und ich muss erwachsen werden als 14-jähriger Lüstling. Das ist nicht einfach, sage ich dir. Hartes Leben. So. Begrüßet den neuen König von Frankreich. Der Bub braucht einen Vormund. Verwaltung, ja, das kann ich noch machen. Und dann noch eine Tochter, die interessiert sich für Diplomatie und Bildung. In den Krieg rufen gegen, ja, nehme ich jetzt einfach mal an, das ist mir gerade egal. Die da soll das noch machen, genau. Jetzt haben wir halt hier wieder jemand, der König von Frankreich werden will. Wird Zeit, dass wir ein Festmahl machen. Ach nee, Quatsch, das machen wir nicht. Wir machen kein Festmahl, wir machen eine Prachtreise. Eine Besteuerungsreise. Das wird teuer, aber ich werde es versuchen. Also ich habe mein Geld jetzt wieder ganz schön eingebüßt. So stark, wirklich? Ja, ja. Stimmt, jetzt ist Ecke. Oh ja, jetzt ist Ecke hier ordentlich vorne. 6.000
700 gleich. Ei, 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 ei. Ich sag doch, also es ist lächerlich, dass Ecke auf mich zeigt. Was bleibt mir anderes übrig? Du bist die Gefahr. Du willst also damit sagen, ich bin der Einzige, der das Wasser reichen kann. Aber nur von ganz weit unten und du bist oben noch auf der Leiter. Und ich versuche liegend dir das Wasser zu reichen, Ecke. Das ist das Ding. Das kann sich aber schnell ändern. Kann, aber dafür muss viel passieren. Ha, ich überlege schon die ganze Zeit, ob man nicht noch irgendwas machen kann. Wenigstens, um noch sozusagen eine Art Zünglein an der Waage zu sein, wer von euch beiden gewinnt. Aber dafür bin ich ein zu gutherziger Charakter. Mir fallen keine negativen Aktionen jetzt hier ein, die ich sinnvoll einbringen kann. Okay, jetzt muss ich gerade eben nochmal gucken, wie ich jetzt hier vorgehen soll. Es sollte natürlich schon ein mächtiger Vasall sein, den man noch umdrehen kann. Aber was will man machen? Was will man machen hier? Leibgarde anleiten, Rittereffektivität, nee, Domänenverwaltung. Doch, wir bleiben bei Domänenverwaltung. Oh, jetzt bekomme ich richtig Anspannung. Ich glaube nicht, dass diese Besteuerungsreise sich am Ende gelohnt hat. Dagobert von Burgund, wenn Sie den Kerker verlassen wollen, dann sehen Sie unverzüglich davor ab, den Krieg gegen Genua gewinnen zu wollen. Oh, du hast ihn im Knast. Ganz im Ernst, exekutier ihn. Dann sind seine Ambitionen vorbei. Exekutier ihn! Das gibt jetzt alle Möglichkeiten, Coppelius. Damit kannst du das Rennen hier entscheiden. Was? Spannend. Copy, oh. Du hältst quasi das Spiel ist in der vorbei. Hand. Echt? Dagobert ist nicht mehr im Kerker. Oh. Ich kann nicht an Charakter hinrichten. Kein Spielercharakter. Er hat sich fürs Gold nicht entschieden. Wobei, das geht das überhaupt nicht. Geht das nicht sogar spieltechnisch nicht, dass man einen Spielcharakter tötet? Nein, also er hängt davon ab, wie es eingestellt ist. Auch geht. Mordkomplott würde gehen. Und holy shit, ich hätte ein 95%iges, also beide mal 95% auf dich. 95%? Bei Mordkomplott? Mhm. Huch. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist durch. Das klappt sowieso nicht. Ich habe ein paar Mal versucht, bei Ecke einfach nur ein bisschen die Dingens zu bekommen, wie heißt, ein Druckmittel zu fingieren. Und bei 95% ist das jedes Mal gescheitert. Jedes Mal. Also wurde jedes Mal aufgedeckt. Das hat super genervt. Aber der Kerker war ganz schön, oder? Hat nicht so schlecht ausgeschaut. Ja, war angenehm. Kerker war ich ja gar nicht, ich war ja bei dir in deinem. Achso, war natürlich eben, wie sag ich mal. Palast. Ja. Könige werden nicht in Kerker geschmissen. Ja, kann schon passieren. Dann vergessen eventuell. Ja. Aber ich glaube, mich wolltest du mich nicht vergessen, ne? Du wolltest ja Genua haben. Ah, genau so ist es. Meine Heimat Genua hat an mir Interesse. Guten Abend an Lazarus Devil. Dankeschön für den Prime Sub. Ich grüße dich. Und jetzt
ist dir in fremde Hände gefallen? Genua ist in fremde Hände gefallen? Wie ist denn das passiert? Ja, der Österreicher war gierig. Da hast aber auch nicht aufgepasst. Ah, da hat er schon sehr gut aufgepasst und hat nicht damit gerechnet, dass ich ihn einkerkere. Ja, gut. Den miesen Move gemacht. Also ein bisschen aufpassen, der Mörd macht nämlich auch schon 40 Taler. Ach komm, hör auf, du mit deinem 50 plus und 2000 vor mir zeigst jetzt wieder auf mich. Wir müssen aufpassen in den letzten 5 Minuten. Er könnte doch 1000 an mich rankommen. Ja, das ist halt so. Mach dich nicht nass, Ecke, mach dich nicht nass. Denn hier? Ich weine später in mein Kissen. Keine Sorge, du bist nicht allein. Weil euch spielt auch überhaupt keine Rolle. Ich bin jetzt auch König. Aktuell bist du über Coppelius. Naja, ich habe alles reingebuttert in Agenten und alles drumherum. Das kostet halt sehr viel Geld. Das stimmt, ja. Ich bin jetzt halt quasi König von Frankreich, aber was soll man da, das bringt mir jetzt halt auch, also das ist König aus Frankreich aus Not heraus geboren, möchte ich mal nochmal behaupten. Wow. König von Frankreich aus Not heraus, boah, ich... Aus Not heraus. Das ist aber auch was sagen. Also, das ist echt... Ja, aber es ist doch wahr. Es also wäre so einfach, dass man König von Frankreich wird und dann, ne? Es ist auch so schreckend einfach. Das ist gar nicht so schwer. Oh, so wie der Ratsverwalter, Mensch. Traurig, dass wir unser Bündnis nicht mehr haben, weil ich hier gerade angegriffen werde. Ja, weil du gestorben bist. Ja, ich weiß. Und meine Schwester ist jetzt auch gestorben. Die ganze Dynastie ist kurz vor der Ausrottung. Aber Hauptsache, die Schatzkammer wird nicht angerührt vom Gegner. Die Dynastie kann aussterben, aber das Geld bleibt bestehen. Das bleibt. Ah. Ja, bitter, bitter, bitter. So, wir müssen jetzt... Okay, es könnte sein, dass es jetzt hier eventuell nochmal eine entscheidende Situation gibt. Na, war spannend. 1300 Gold Unterschied, ich bin gespannt. Oder? Das meine ich gar nicht so sehr. Ich muss ja schon echt verhext sein, wenn jetzt hier noch irgendwas passiert, ey. Das ist... Du mit deiner Hexerei. Was denn? Ich hab den Papst zur Hexe gemacht. Ist doch erfolgreich. Aber der starb dann natürlich auch relativ schnell, ne? Ja, er war schon gebrechlich, er konnte sich nicht wehren. Er wurde vom Teufel geholt. Ah. Den Teufel hat der Mörb umgebracht, leider. Das war mein Best Buddy. Ich bin die Hexe und er war der Teufel. Ja, ich musste ihn umbringen. Genau deswegen musste ich ihn umbringen. Ja. Coppelius denn schon ein Beinamen? Der Abscheuliche. Ah. Copy. Ich meine, es hat ein bisschen... Man, das war eigentlich ein Wunder, dass nicht in dem Moment, wie wir das Spiel begonnen haben, das Spiel mit diesem Titel sofort gibt. Warte mal, angesichts des Charakters. Seit wann habe ich denn den Despoten hier mit dabei? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Die Lalina, die Gierige. Stimmt, der Beiname auch, ja. Sehr gut. Ich bin unschuldig. Du bist unschuldig, ja. Das dachte ich mir. Ich bin auch unschuldig, ja. Sehr gut. Ja, hier ist 17 Gold pro Monat. Das ist, wir machen einen Club auf. Ja. Club der Unschuldigen. Der Club der Unschuldigen. Der Club der Unschuldigen. Mein Euro, Dinero ist übrigens gerade erwachsen geworden und hat 4 Sterne kaufmännische Genie-Ausbildung gemacht. Er ist damit besser als sein Vater mit seinen 3 Sternen war. Aber er schafft's halt zeitlich nicht, ne? Nee. Das ist halt das Problem. Ja. Oh. Jetzt habe ich nicht nur einen Krieg, der mich erobern will, sondern auch noch eine Freiheitsfraktion. Aha. Ich mach mir gerade Barcelona ist nicht stabil. Es ist nicht so erwünscht, dass ich offensichtlich König von Frankreich bin. Irgendwie mögen die das hier nicht so.
Das Problem ist nicht, König von Frankreich zu werden. Es ist es zu bleiben. Das ist das Problem. Jetzt habe ich auch einen muffigen Hof, na toll. Nee, ich werde nicht Hof halten. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Oh, Kacke. Andere General. Boah, nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Die haben zu viel Kriegsvolk. Ich muss die Schlacht verlassen, sobald ich kann. Wenn ich überhaupt noch rauskomme. Okay, ich kann nicht zurückziehen. Ich kann mich nicht zurückziehen. Das ist zur Hochzeit gut. Haben wir natürlich jetzt hier erstmal eine Steuer von den ganzen Leuten erhoben, weil die sollen ja schön zahlen. Wie sich das gehört. Schwierig. Dass die mich jetzt halt überall einzeln erwischen, das ist halt das Problem. Das ist mein Problem, dass die mich jetzt überall einzeln erwischen. Okay, wir machen das jetzt anders. Ich habe wohl keine andere Wahl, als doch einmal Söldner oder sowas zu nehmen. Geht nicht anders. König aus Frankreich aus Not klingt wie eine Soap. Ja! Und es ist die Wahrheit. Hofartefakte. Ach Gott, stimmt ja. Kann diverse Sachen aufhängen. Und aufstellen. Die Schädelkappe von Karl dem Großen. Okay. Das Ding ist, dass das nicht so gut ist, was hier gerade passiert. Also eigentlich brauche ich noch mal ein paar Söldner. So in einer ähnlichen Schlagstärke. Ja, dann ist es halt so. Hauptsache ich bleibe noch König, wisst ihr? Das ist das, was ich jetzt erreichen muss. Ich muss jetzt noch König bleiben. Alles andere spielt gerade eben eine untergeordnete Rolle. Oder ich gehe jetzt ran und schlage sie einfach im Felde. Ja, oder? Warte mal, ich lass mal eine kleine Mini-Belagerungstruppe da. Damit ich die Belagerung hier nicht verliere. So. Angeblich verliere ich das. Wie kann ich das verlieren? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vorteil in Ebenen.
Merp, hast du eigentlich noch einen Sohn, der gerade nicht verheiratet ist? Weiß ich gerade eben nicht, aber ich habe ja auch gerade andere Sorgen. Also wenn, dann musst du einfach kurz mal gucken, ob ich sowas habe. Achso, du bist auch mitten in einem engen Krieg, oder was? Ja, ja, also es ist sogar ein sehr enger Krieg. Ja, weil ich bräuchte auch dringend Puppenstärke auf meiner Seite. Weil ich verliere den Krieg hier auch bei mir. Das war ein wichtiger Sieg. Das war ein wichtiges Ding. Ich versuche jetzt diese Generäle mal zu, diese Armee zu jagen. Jeden einzelnen von denen jagen. Meine Güte. Die sind schon so viele wieder. Das ist der Oberhammer. Die sind schon wieder so viele. Na, wobei. So, jetzt haben wir das. Jetzt könnte ich hier runterkommen. Da sind schon wieder so viele. Die nächsten Rebellen begehren auf. Es ist ungünstig. Es ist ungünstig, was in meinem Reich läuft. Sagen wir, wie es ist. Ich hoffe, dass der da wieder mitkommt, dann können wir die nochmal schlagen. Ja, aber das Rennen gegen Eck ist verloren. Das Rennen gegen Eck ist auf jeden Fall verloren, ne? Da hat er auf jeden Fall klar gewonnen. 72 macht er schon, heilige Scheiße. Also Ecke, ne, ich gratuliere dir eigentlich jetzt schon mal vorab zum Sieg, ne, weil da komme ich nicht mehr ran. Da ist nichts mehr zu machen. Der Krieg fehlt dich gerade, glaube ich, ne? Finanziell, das ist scheiße. Ja, ja, ich muss halt auch ein paar Söldner ausheben und so, aber das ist auch nicht das Hauptproblem, sondern ich habe halt da, hier oben halt nicht so viele Möglichkeiten gehabt, auf so viele Minen mich zu stürzen, ne? Ja, ich hatte, also Piemont war jetzt, sage ich mal, auch ein guter Startpunkt. Also nicht alle. Piemont ist einer der geilsten überhaupt. Also ich hatte halt auch deswegen, weil ich die halt die alle ausgesucht habe, auch gesagt, dass ich als letztes halt wählen möchte. Also ich wusste, dass Piemont stark ist, deswegen habe ich absichtlich nicht Piemont genommen. Nicht gepickt wurde. Nee, das auch nicht. Ich habe jetzt nicht Piemont irgendwie mit reingepackt, nur weil ich gesagt habe, oh, jetzt kann ich mir da Piki Piki was holen. Das war jetzt nicht so die Intention. Also ich habe deswegen, also die Piemont-Position ist ja die, wo ich mit den Bufos damals gespielt habe. Und da fiel uns halt damals schon auf, zusammen mit Günner, also wie stark das halt einfach ist. Also da, ich weiß gar nicht mehr, wie, auf was für Werte ich damals gekommen bin, aber man kann da, glaube ich, auf über 100 Gold pro Monat kommen, wenn du das alles richtig angehst. Das ist schon absurd. Copy? Naja. Hast du meine Frau schon wieder geschwängert? Die ist 45, hast du es echt geschafft? Nein. Also du nicht. Echt? Ich wollte dich gratulieren eigentlich. Nicht, dass ich wüsste. Also, ich sag's ganz offen und ehrlich, sie ist. Ist sie noch meine Affäre? Weiß ich nicht. Das musst du mir sagen. Oh nein, nein, ist sie nicht mehr anscheinend. Du hast einfach den Überblick verloren, ne? Ja, das passiert einmal. Aber vielleicht solltest du dir mal deine Tochter näher anschauen, die Prinzessin Asinde. Ja, die hat auch ein Pferd abgekriegt in der Kindheit. Ja. Also, so würde ich es jetzt nicht
bezeichnen. Ja, schon irgendwie, ne? Aber ich erkenne mich, ich erkenne mich schon ein wenig darin wieder. Ich habe einen Beinarm gekriegt, endlich. Der Geldsack. Sehr kreativ. Der Geldsack? Ja. Das ist nice. Dagoberg Geldsack. Von Burgund oder Duck. Ja, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Run, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sind ja Herzog Bleitus Concursius, der Kreditunwürdige aus der Dynastie Habs-Geld-Nicht-Burger. Und da mit 738 Münzen aktuell, ist das schon okay, stabil, würde ich sagen. Ja, also dafür, stabil, dass du das Geld nicht hast, hast du Geld. Ja. Naja, das stimmt. Ist eine Frage der Relation, würde ich einmal sagen. Seien wir uns ehrlich, in unseren Kreisen, in denen wir uns bewegen, sind 700 Münzen jetzt sicher so, wie wenn du 0 Münzen hast, oder? Ja. Ja, eben. Boah, da hast du nicht viel, das ist wohl. Wenn man es jetzt so mit Ecke und Mörb vergleicht. Ja, eben, also, deswegen sag ich ja. Du kannst halt mit 700 Münzen dir eine Söldnerarmee holen. Das ist halt schon. Naja, aber das sind wir nicht böse. Das ist mir zu schade drum. Ja, mir auch. Ich habe auch meine ganzen Regimenter habe ich aufgelöst. Die Dauerkosten müssen gestrichen werden. Das reicht jetzt. Ich bin nur auf der Tasche. Das heißt, jetzt kann angegriffen werden gegen. Ja, aber ist ja gute Sache natürlich, weil du bist extrem verbündet natürlich. Dadurch greift dich auch sonst keiner an. Ja. Und kannst deine Militärausgaben komplett runterdrücken, ja? Smart. Sehr, sehr, sehr smart. Das ist wirklich smart, das stimmt. Als heiß ich Dagobert, ne? Einfach. Ja, der Euro ist leider ein bisschen im sinkenden Kurs. Der Euro. Euro von Barcelona. Ja, wir hätten jetzt auch fast den Krieg verloren hier. Und Land verloren. Kastilien hat uns tatsächlich in der letzten Sekunde, es wurde schon angezeigt, dass wir eine Schlacht verlieren. Also da war dieses Verlieren. Und dann kamen die noch, während eigentlich schon verloren war, und haben noch die Schlacht dann gedreht, unsere Verbündeten. Also meine Feinde haben keine Truppen mehr. Am Ende gewinnt das Geld halt doch den Krieg, ne? Ist ja, das nicht ich habe auch die ein oder andere Finanzspritze auf die Gegenseite gegeben, aber auch nicht so viel. Du hast die finanziert? Na, finanziert geht so weit. Ich habe sie finanziell unterstützt, aber nur eine Fahrt, also oha. Nur mit 500. Nur so 2000 oder so. Na, so wirklich, nein. so kackig, so scheiße wollte ich nicht sein. Niedertracht, sag ich nur. Niedertracht. Der sich hier in französische Sachen einmischt. Schon wieder. Schon wieder, ja. Ja, kannst du nicht einfach die Burgund irgendwie übernehmen jetzt noch, Mörb, und dann ihn absetzen, sein Land wegnehmen? Nee, also wäre das jetzt noch der Move gewesen. Wäre der Bürgerkrieg jetzt nicht gekommen, sage ich jetzt mal so, dann wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, dass ich am Ende noch der Kaiser vom Heiligen Römischen Reich irgendwie werde, aber das dauert, also in 4 Stunden ist das jetzt nicht so leicht, ne? Ja, knapp, ja. Sehr, sehr, sehr knapp bemessen. Ja. Weil ich habe einen Anspruch auf das Reich. Das ist der Witz. Ja, wobei, stimmt nicht ganz, ich habe keinen Anspruch. Nee, der Gag wäre ich gewesen, ich hätte Ecke noch die Provence wegnehmen können, ohne dass er das vielleicht hätte sogar bemerken können. Weil ich habe nämlich einen Anspruch gehabt auf die Provence. Aber da hätte ich einen Krieg gegen den Heiligen Römischen Kaiser führen können. Aber ich hatte auch die Möglichkeit, einen Anspruch zu bekommen auf diese Krone. Habe mich aber für die französische entschieden. Die war wahrscheinlich etwas einfacher zu bekommen. Ich hätte das schon mitgekriegt, aber der Kaiser ist halt schon mit 7000 Mann schon ein harter Brocken. Ne? Ja, der hat ja inzwischen hat er 7000 Mann. In der Phase, als ich ihn mir angeschaut habe, da war er nicht bei so vielen Männern. Da war er so bei 5. Ich bin dauerhaft im Krieg. Und das ist einfach gut, weil ich halt dann 10% mehr Einnahmen habe. Weil ich ja als hartgierige Person ja hier diesen Boni kriege. Also es ist. Irgendwelche Vasallen oder nicht Vasallen, sondern Verbündete führen irgendwie Kriege gegen irgendwas. Denn die lasse ich halt so blöd durchlaufen, weil ich sage, ach komm, ist mir egal. Hauptsache, die kämpfen halt ewig. Ihr habt halt wirklich total. Ist jetzt total in die Verwaltung reingegangen. Bei der Charakterstellung. Weil wir ja noch uns unterhalten haben oder eben zwecksetzt zu dem Charakter erstellen und ich habe noch reingeschrieben, ja, vielleicht so mittelmäßige Charaktere.
Und 400 Punkte wurde doch ausgesagt. Ja, das wurde ja, aber nie bestätigt, Copelius. Absolut, absolut. Das ist vollkommen richtig. Ist jetzt auch überhaupt nicht so, dass ich jetzt das irgendwie anprangere oder so. Aber ich habe halt deswegen auch meinen Charakter relativ low-key-mäßig halt gelassen und habe quasi nur 20 Punkte in der Verwaltung. Dann haben wir da eben 30, 40 und so weiter. Das macht schon, glaube ich, einen riesen Unterschied aus. Zum Start also, hatte ich aber auch keine 20 Verwaltungspunkte. Ich hatte, glaube ich, 15, 16. Ja, ich glaube, Punkte von der Frau kommen. Genau, ich habe auch von der Frau mega viel bekommen. Ja. Also der Frau kann man viel kriegen, ja. 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 Wenn ich die halt rausnehme, dann... Also meine Frau ist auch recht gut, aber meine Frau ist... Also meine Frau hat insgesamt so viele Punkte, wie Ecke von seiner Frau kriegt, also... Und, Copelius, ich will anmerken, mein aktueller Herrscher, der wurde so ausgebildet, der wurde vorher nicht bepunktet, ne? Das möchte ich auch stolz anmerken. Ja. Hat er schon eine Frau? Ja, der hat eine Frau. Dadurch bin ich auf die 30 gekommen. Ah, okay. Also er hat 19 ohne Frau. Aber, und 4 Sterne, also. Da hat seine Mutter gute Arbeit geleistet in der Ausbildung. Ich bin auch, also ich habe auch nicht noch mehr Sterne genommen, weil wenn man jetzt die 5-Sterne-Karte, die ja neu ist, zum Beispiel auch Lörp hat, da bekommst du diesen Bonus von Vasallensteuer plus 25%. Mhm. Das wäre ja, also, das ist ja normal. Der Trade ist ja absolut frech. Also es ist ja... Hast du 5 Sterne? Ach, die goldene Souverän. Ach du Scheiße! Das sehe ich ja jetzt gerade erst. Ja, deswegen kriegst du auch als König dann auf einmal so unendlich viel Geld dazu. Und ich habe mir gedacht, ach komm, ich nehme den Wohlstandsschaffer, weil ich will halt Wohlstand schaffen, ne? Also das passt jetzt irgendwie so ein bisschen wohlfühlmäßig dann doch dazu. Schön, Copelius, dass ich jetzt nochmal auch deine schöne Atmosphäre genießen darf. Ja, ist so. Wir haben jetzt schon der alte Anfänger. Die Königin von Burgund hat uns schon besucht, der König von Burgund hat uns schon besucht. Ja, schön in Österreich, schön da. Wie schaut's denn in der, wie gefällt es denn den Euro Dinero von Barcelona? In unseren Gemächern. Ja, es sieht, dass es hier nicht so viel Geld gibt. Aber vielleicht könnte man ja dafür sorgen. Ist das schön. Ja, ist schön zu der Jahreszeit in Wien, ja. Es lässt sich aushalten. Richtig hässlich. Richtig hässlich. Gute Aussicht. Also ich meine, er war in seiner Kindheit schon mal tatsächlich gefangen, ne? Er versucht jetzt einfach mal einen Fluchtversuch. Das kann richtig in die Hose gehen. Rich stand dabei. Also der kann jetzt auch dabei sterben. Das heißt, dann hätte ich den Einjährigen noch geschafft. Okay. Ich hab gehofft, du hast ein bisschen Pesos nennen. Pesos Dinero oder sowas. Pesos, ja, genau. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht umbenannt, weil ich mitten im Krieg war. Vielleicht hat mein Chat noch einen guten Einfall. Oder Peso. Pesos wäre eine gute. Was gibt's denn noch für Währungen? Was ein geiler Name für meinen Sohn wäre. Mein Chat kann gerne mal Vorschläge machen. Forint. Lire. Ja, meine Schwester heißt Lira. Oh ja, das ist gut natürlich. Die Jenny von Yen. Jenny, ja, dann, aber er ist halt ein Mann. Ja, okay. Jenny wird für den Tochter sehr gut passen, für den Yen, ja. Es ist halt der Jeno. Der Dollar. Der Jeno, genau, der Jeno statt der Benno. Jeno, Dollo. Hallo. Der Dinar. Dinero. Das wäre auch. Dinar Dinero. Dinar, das finde ich auch gut. Ja? Drachme Drachensohn steht bei mir. Das ist auch nicht schlecht. Mark. Der Mark ist eigentlich relativ. Das ist auch gut. Wir brauchen ein bisschen, aber zündet doch dann wohl. Ja, er braucht kurz, genau. So, die letzten wie viel? 5 Minuten sind angebrochen. 5 Minuten, jawohl. Ich habe jetzt nicht plötzlich. Jetzt nicht euer Geld an hilfsbedürftigen afrikanischen Prinzen schicken, ne? Ganz wichtig. Nicht! Verdammt. Ah, ich hab Liebesbläschen bekommen. Ah. Passiert. Nein. Da hat wohl jemand meinen Sohn ermordet? Ich war es definitiv nicht. Starb an inneren Verletzungen. Wie bekommt er denn innere Verletzungen? Das frage ich mich gerade auch, weil der war nicht im Kampf. Aber wobei, Spieletreffen sind Mord. Nein, der ist ja erwachsen, Ach so. Hast du in seinem Buch, kannst du in seinem Buch nachschlagen, wo er die Verletzung her hat, die Verstümmelung? Ich muss gerade eben mal. Ich muss gerade hier erstmal klicken, woran ist der gestorben?
Sein Buch? Nee, da steht nichts drin. Jetzt tatsächlich die Nadi Nero genannt. Er ist einfach im Alter von 20 an inneren Verletzungen gestorben. Wie schaut es denn jetzt aus an den, Euro Di Nero? Vielleicht noch ein bisschen Freiheit schnuppern oder Schafott? Oder Schafott. Kann ich fürs Schafott bezahlen? Ja, durchaus. Aber nur der Höchstbietende. Wird dann. Oh, da ist ein Geldgeschenk reingekommen. Das ist aber nett. Klappt sich einfach alles. Also bringst du jetzt noch den armen Gaius noch um? Ach du Scheiße. Aber den Ecke wolltest du vorhin nicht um die Ecke bringen. Naja, weil. Das ist noch ein Geldsack. Ich wollte ja Genua ja eigentlich haben. Aber das ist es mir ja ursprünglich gegangen. Ich bin so menschlich enttäuscht von Österreich. Das hast du geschafft. Ah, das ist okay. Das bin ich ja auch. Also. Ich nehme jetzt einfach alle Österreicher wegen dir in Sippenhaft, weißt du? Wir sind ja im Mittelalter, da ist das noch angesagt. Ja, so ein bisschen Freiheit zum Schluss wäre noch ganz gut, vermutlich. Ja, aber da bedarf es zuerst ein Geldgeschenk noch zusätzlich. Ach, zusätzlich noch? Jetzt habe ich mich verklickt. Super. Ich habe mich. Oder was? Ey, das ist. Ich habe gerade eben tatsächlich den Vasallen die Freiheit gegeben, weil zwei Events übereinander ploppen. Bei dem einen, ich will klicken, das andere kommt in dem Moment hoch. Er hat gewebert! Ich habe gewebert, ja, aber. Nein, das ist eigentlich nicht mal. Nein, das ist kein gewebert. Gewebert ist, ich klicke, obwohl ich eigentlich es besser wissen müsste und passe nicht richtig auf. Aber es war wirklich in dem Moment, mein Finger klickt schon und das Event geht hoch. Und der andere Button ist da. Das ist doch scheiße. Das gibt's doch nicht. Wo sind die zusätzlichen Euronen? Die Euronen sind auf dem Weg. Sie sind durch kriegerische Auseinandersetzungen mit Sarah Quast leider in Verzug gekommen. Ja, dann aber hurtig. Naja, ich bin trotzdem König von Frankreich. Naja, von dem, was von Frankreich noch übrig ist. Also, ich bin immer noch König von Frankreich. Will ich nichts hören. Am Ende. Ich meine, den Scheiß kann ich mir jederzeit wiederholen. Ich habe da Ansprüche drauf. Beziehungsweise sogar Vasallentum kann ich denen irgendwann mal sogar anbieten, unter Umständen. Ja, bei mir war hier irgendwie ein Krieg und mit dem ich gar nicht persönlich so viel zu tun hatte. Und die haben mir einfach alles kaputt gemacht. Ja, okay. Wenn so ein Krieg über dich drüber rollt, das ist. Ja, gegen meinen Kaiser oder so machen die Krieg und dann bist du halt mit am Arsch. Ah, ja, bist im byzantinischen Kaiserreich. Ja. Das ist dann. Ja. Das war halt dann der Genickbruch am Ende. Ich hab die 10.000 geknackt. Ja, wir sind pünktlich, würde ich sagen, hier die 10.000. Ja. Genau. Ja, die also, 10.000. Das ist schon Wahnsinn. Krass. Schade. So, und jetzt haben wir's. Wie sieht's aus? Hallo Hobbygeneral, danke für den Raid. Schönen guten Abend. Willkommen. Moment. Ich warte noch immer auf die Geldspritze, was sonst hier hingerichtet. Nun, Euro Di Nero hat erklärt, er hat einen Sohn und ihm ist es wichtiger, dass er all sein Geld bekommt, als dass er leben wird. Ja, dann? Ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf. Ist schon geschehen. Runter mit der Runkelrübe, ne? Jetzt habe ich tatsächlich bis 0 Uhr den dritten Charakter. Aber immerhin habe ich jetzt Dinar Di Nero. Dinar Di Nero, ja. Mit einem Jahr. Mit einem Jahr. Nicht schlecht. Na gut, ich habe auf die 100 Münzen noch verzichtet. Die haben. Guten Abend, Hobbygeneral. Danke für den Raid. Ich würde sagen, wir auch gerade zum Ende von hinten dieses Events. Ich bin definitiv letzter mit 1132 Goldmünzen. Dann aber das hat meistens Spaß gehabt.
Auf jeden Fall. Ich bin mega überrascht, dass ich nicht ganz hinten bin. Ich habe 1755 Gold. Das ist auch ordentlich, muss man sagen. In Spanien haben wir 3417 Goldmünzen. Stark. Ja, wir haben uns ein bisschen in Spanien mit den Kriegen sehr verzettelt. Das war doch härter als gedacht. Aber wir haben uns immerhin Cordoba geholt. Nur mit nur 43 Kontrolle. Ja, es hat... Es könnte mehr Geld bringen. Cordoba müsste eigentlich an Österreich noch gehen. Hat er doch eine Verbindung. Aber ja, egal. Ja, dann ist wahrscheinlich der zweite Platz wohl meiner. Frankreich, was ursprünglich ja Flandern war, mit 6057 Gold. Wow. Nicht schlecht. Ja, so. Dann mache ich den Abschluss. Piemont, den glücklichen Start im HRR mit den beiden Goldminen oben im Norden, bei Goslar und bei Czaslau und bei Prag. Und dann habe ich mir auch noch die kleine Mine unten im Süden geholt. Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass du auch Prag... Dass du auch Czaslau hast. Ach krass, jetzt sehe ich diese einzelnen Stützpunkte erst. Ja, ich hatte erst mal überlegt, ob ich mir dann irgendwann noch Innsbruck hole, aber da müsste ich die Linie erstmal graben, das ist mir dann doch zu teuer. Gott. Ja, im Endeffekt 10.120 Gold. Da muss man mal klatschen. Ja, ja. Ich habe Abstand den einfachsten Start gehabt. Also da hatte Mörb schon recht. Also das war, glaube ich, wirklich jetzt in Nachbetrachtung, hätte man vielleicht einen anderen Herzogtum nehmen sollen. Also wie gesagt, der Punkt ist der, Ecke, das lag jetzt nicht nur an deinem Start. Das lag halt auch daran, dass du dir das Zeug da halt holen konntest. Also es hätte aber auch jemand anders dich holen können, je nach Situation. Der französische König als Bündnispartner war schon sehr gut. Also der hat mir geholfen, gegen Angria oben zu kämpfen, auch gegen Böhmen. Also, das sind ja starke Herzogtümer, da kommt man ja nicht dran eigentlich. Ja, dass der Franzose meine älteste Tochter haben wollte, der Teufel. Da habe ich einen Bund mit dem Teufel angegangen und bin Hexe geworden. Da habe ich aber gerne gemacht. Ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich mir halt einfach gedacht habe, ich gehe wirklich jetzt erstmal hier nur auf friedliches Aufbauen und dann lasse ich das Geld reinplätschern und kam dann so auf die Idee, ja, ich könnte dann ja später vielleicht noch ein bisschen Kriege haben und plündern, so im Midgame, also einfach so mitschwimmen, aber es gab keine Kriege, meine Verbündeten hatten keine Kriege. Und ja... Furchtbar. Aber an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Lalena für die Einladung. Super coole Idee. Hab noch so ein ebenso, ja. So finde ich auch. Gemacht. Dankeschön. Geld. Ja, war sehr spannend auch eine gewesen, mal wieder ein bisschen kompetitiv unterwegs zu sein. Hat mir gefallen. Ja. Hat mir auch gefallen. Sehr vielen Gute Dank Idee. Dafür. Ich kam übrigens deswegen auch auf die Idee, falls wir sowas nochmal machen wollen, Leute, dass wir das nicht mit Gold machen, sondern dass man vielleicht so eine Prestigejagd oder so eine Frömmigkeitsjagd veranstaltet. Ja, das kann man auch machen. Gerne. Ja, weil gerade die Prestigejagd kann ich mir super vorstellen mit diesen neuen DLC-Tours und Tournaments. Wisst ihr, dann begegnen wir uns vielleicht sogar auf den Turnierebenen und kämpfen gegeneinander. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte mich auch bei euch bedanken, dass ihr die Einladung angenommen habt und vielleicht kann man in Zukunft sowas auch öfter mal machen oder wenn man mal wieder Zeit hat und oder wenn ihr auch mal Events plant. Wir sind eine schöne Gruppe, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr entspannt und sehr, sehr gerne wieder, wenn ihr das mögt. Ja, liebend gerne, auch von mir aus. Sehr schön. Wirklich, toll. An dieser Stelle natürlich auch ein alles Gute zum Geburtstag, nachdem du ja, glaube ich, ja jetzt das Ganze in einem Geburtstagsstream ja auch drinnen hast. Ja, vor fünf Minuten waren es. Aber es war gestern. Aber ja, wir sind ja, der Stream läuft ja noch. Vielen, vielen Dank. Eben. Trotzdem, das zählt immer noch als Geburtstag. Zählt genau. Eigentlich die ganze Woche. Wir machen immer Geburtstagswoche. Sehr schön. Mal Geburtstagswoche. Das ist super. Gut. Wie lange geht es heute noch? Oder morgen? Ich muss mal kurz schauen, was der Sabaton-Counter sagt. Also mindestens 10 Stunden muss ich noch. Okay, krass. Aber oha. Dann. Ja, aber dann schicke ich jetzt auch mal einfach mal meine Leute noch zu dir rüber, weil für mich ist jetzt auch erstmal Schluss, weil ich bin ja jetzt auch schon seit 9 Stunden am Start. Du machst noch 10 Stunden weiter. Auch bei 9 Stunden, ja. Das heißt, es gibt da noch was zu was geboten ist. Was machst du denn als nächstes, wenn ich fragen darf? Also es gibt jetzt eine ganz kleine Pause, Pipi und ein bisschen frisch machen und dann gibt es ab 0.30 Uhr mal was ganz anderes. Also da wird dann der Puls hochgefahren, da spiele ich Alien Isolation, also ein bisschen Horror. Oh, und, okay.
Ja, und ansonsten alles Weitere, dann kommt irgendwann The Crew Motorfest und ich glaube Bus-Simulator und irgendwann Jedi Survivor. Das sind so die nächsten Spiele, die... Oh ja, Star Wars auch nicht schlecht. Ja. Und nice. Wenn der Sabaton noch ein bisschen länger geht, es steht auf jeden Fall auch morgen, ich glaube 13.30 oder 14.30, irgendwie um die Dreh nochmal Anno 1800 an. Also für die Anno auch schön. Anno war fein, gutes Spiel. Dann also, wünsche ich dir auf jeden Fall genug Kaffee, das durchzustehen. Ja, oh ja, danke. Und noch ganz danke, viel Spaß. Danke. Vielen Dank und danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich wünsche euch jetzt auch eine gute Nacht in euren Chats und drum und dran, also egal, was ihr jetzt machen und ja, danke, dass ihr hier wart. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Ja. Gute Nacht, viel Spaß noch. Macht's gut. Und auch ein Danke an euch, meine lieben Freunde. Ich bin es dann off, gut's Nächtle und viel Spaß noch bei La Lena, bei dem restlichen nächtlichen Programm. Ich bin am Sonntag wieder live mit Total War Warhammer 3. Haut rein, macht's gut, tschüssi und ade.